So, dann würde ich sagen, beginnen wir gleich. Als Hinweis an die Regie. Super. Einen wunderschönen guten Abend an alle, die den Weg hier in den Saal gefunden haben und an die, die sich jetzt im Stream dazugeschaltet haben. Mein Name ist Feridun, ich bin von Spielfeld Gesellschaft und wir freuen uns sehr, dass nach über einem Jahr diese Veranstaltung endlich nachgeholt werden kann. Viermal hält besser heißt die Veranstaltung, weil es nicht nur um Literatur geht, sondern das Thema des Abends, das Thema vom Spielfeld auch immer gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, aber dazu mehr später. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ronja. Ich gehöre genau wie Feri auch zum Spielfeld Gesellschaft. Wir sind eigentlich zu dritt als Team und Merit, die man gerade nicht sehen kann, ist hier im Hintergrund unterwegs. Wir sind zu dritt seit März 2020 vom Spielfeld Gesellschaft und unser Ziel ist es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Niedersachsen zu stärken. Wir wollen eine Plattform und ein Netzwerk sein und mit unterschiedlichen Kooperationspartnern uns für die Gesellschaft hier einsetzen. Genau, und wenn wir nicht gerade uns um Kooperationen kümmern, machen wir auch manchmal so Veranstaltungen wie heute und sprechen ganz direkt über den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und ja, wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Ganz kurz zum Ablauf. Wir werden jeweils 4 Texte hören und dann nach den 15 Minuten einmal kurz eine Gesprächssituation einfach haben. Das heißt, wenn irgendwie Fragen aufkommen, direkt aus dem Publikum. Wir geben euch nochmal einen Hinweis, wenn ihr Fragen stellen könnt. Ich habe hier auch den Laptop stehen für die Personen, die gerade online zugeschaltet sind und werde versuchen, da auf die Fragen einzugehen. Zwischendurch gibt es auch eine kleine Pause und dann würde ich sagen, können wir schon starten. Genau, und tatsächlich haben wir uns als Spielfeld jetzt gemeinsam dazu entschieden, dass wir nicht lange eine Vorstellungsrunde machen und kostbare Zeit vergeuden, sondern dass es direkt mit den Texten losgeht, ganz fies also. Unsere Gäste werden ins kalte Wasser geschubst, aber wie Ronja erklärt hat, im Anschluss haben wir dann die Möglichkeit, unsere Gäste näher kennenzulernen und auch Fragen zu stellen. Und die erste Person, die heute geschubst wird, ist Lisa. Der Tisch und das Mikrofon, die beiden Dinge gehören dir. Dankeschön. Ein Applaus für Lisa, bitte. Eigentlich gerade müsste es ja heißen, 6-mal hält besser, ne? Ich befuge euch. Ja, hi. Ich freue mich, hier zu sein. Und zu lesen, und ich lese einen älteren Text, soweit, wenn mein Gedächtnis mich nicht trügt, ist der, glaube ich, von Anfang 2020 und der ist erschienen in Die Epilog, so einer Zeitschrift. Und die Redaktion von der Epilog hat mich gefragt, ob ich einen Text schreiben will über offensive Zärtlichkeit. Ja, und ich wollte. Und der Text heißt Soft-Eis-Maschinen-Konfiguration. Auf der Suche nach einer offensiven Zärtlichkeit. Die Zärtlichkeit findet sich zwischen den Wolken und der Unsicherheit der Zeichen. Aber von vorne. Der Zeitgeist ist ein Zärtlichkeitsabfuck. Wir stapfen durch die Welt als untote Dinosaurier, eingeschlossen in strukturelle Skelette und durchwuchert von Verknöcherung. Körper sei weniger eine Entität als vielmehr eine Relation, schreibt Judith Butler, und er könne nicht von den Umweltbedingungen seines Lebens getrennt werden. Die Umweltbedingungen sind Langzeitbehandlungen, in denen uns Verwertbarkeit, Verfügbarkeit und Gehorsam eingeimpft werden. Man drückt uns Feindbilder aus der Fließbandproduktion in die Hand. Wie kleine Oscars, nur nicht golden, ganz und gar nicht golden. Aber vielen kommt es so vor. Die Furcht vor dem Prinzip der Selektion und Auslöschung wird so schön überblendet auf einmal. Das Miteinander wird zur Arena, es gilt, einander im ewigen Konkurrenzkampf zu bezwingen.
Level up und pack dir ein paar gute Moves drauf und gleichzeitig einander zu konsumieren, die Bewertungskärtchen immer zum Ausfüllen bereit, swipe, swipe, like, like. Hier ruht meine Zärtlichkeit. Steht auf einem Grabstein. Er ist Teil einer Arbeit der Künstlerin Renate Bertelmann aus dem Jahr 1967. Ein Grab mit Grabplatte und Grabstein, alles aus Plexiglas, weiß glänzend wie Marmor. Das Wort Zärtlichkeit steht noch viermal mehr darunter, immer blasser werdend, bis es gänzlich ausfadet. Dieses Hier lässt sich auf unendlich viele Koordinaten beziehen. Ich erinnere mich, dass ich als Kind im Kindergarten einmal einen Schmetterling gefangen und ihm die Flügel ausgerissen habe. Die Erinnerung ist so verstörend und wird immer begleitet von einem Gefühl der Scham und der Unverzeihlichkeit. Der Schmetterling ist flügellos, daran lässt sich nichts mehr ändern. Glaub nicht, ich hätte nicht noch Schlimmeres getan, oder ihr, ich wette. Die Zärtlichkeit stirbt in den meisten Leben 1000 Tode, mindestens. Ich fand es so ekelerregend faszinierend Anfang des Jahres, wie völlig selbstverständlich darüber geschrieben wurde, dass es jetzt vielleicht zum Atomkrieg kommt, wegen der Effekthascherei und Eitelkeit zweier Staatsoberhäupter halt. Naja, Boys will be Boys, Schulterzuck-Emoji. Wir brauchen Kollektivkuren, während derer wir in rituellen Aufweichungsprogrammen in Badewannen mit fluoreszierenden Weichspülern gesteckt werden, die milchig um uns herumschwappen und deren Wirkstoffe langsam in uns einsickern. Währenddessen wird uns intravenös Entknöcherungsmittel verabreicht und unsere Köpfe mit umfunktionierten Matcha-Besen gekrault. Dieses Kopfkrauli fühlt sich im Hirn an wie Softeisglasur, wo einem auf der Zunge schmilzt. Das hilft, um die Verwicklung des Gehirns in Entwicklung zu lösen und die Offenheit zu implementieren, die wir brauchen, damit die Fehlkodierungen rausfloaten und Erkenntnisse reinkicken können. Außerdem lecken fluffige Hunde unsere Fußsohlen mit rauen Zungen, um sich alle Informationen über unseren Organismus reinzuslurpen und passgenaue Mixturen für Notfallampullen zusammenzustellen, die in variablen Anteilen Ausdauer und Trotz und Kampfgeist und Furor und Fantasie und Verzeihlichkeit und Mut enthalten. Weil es das braucht, um unser Leben auf Liebe basieren zu lassen. Dem liebenden Subjekt stehe kein sicheres Zeichensystem zur Verfügung, schreibt Roland Barthes und meint es anders, als ich es denke. Ich denke es so. Wir haben eine Menge zu forschen und zu üben, um zu lernen, wie wir in diesen Post-Happy-End-Zeiten, in denen sich die Verletzungen natürlich nicht einfach so wegbehandeln lassen, gemeinsam leben und sterben können. Wir müssen die Dinosaurier-Skelette dekonstruieren, damit sie den Blick auf die Wolken freigeben. Dann liegen wir im Gras, eingewickelt in Fangopackungen, neben uns die Hunde und schauen nach oben, wo die Wolken sich so vollkommen und unbeirrt soft ineinander schieben, mit ständiger, sinnlich-molekularer Neugierde, die befreit von jeder Befangenheit zu immerwährendem Miteinander führt. Die Wolken haben ihre eigenen Regeln, ihren eigenen Rhythmus, erfinden sich selbst, indem sie die Beziehung zu den anderen ständig erfinden und begründen einen Raum, in dem sie der nicht kodifizierten Unschuld ihres imaginären freien Lauf lassen können. Und wie wir so daliegen,
Blick zu den Wolken und Schokoladentorten cremig in uns drin, werden wir reconnected oder neu geupdatet mit einem Gefühl, dass es immer noch gut werden kann. Nicht für immer und insgesamt, aber immer wieder. Dass es möglich ist, sich anders zu begegnen. Im Sand vom Death Valley oder anderswo mit einem Joint oder ohne und dann slowly ineinander geraten mit allem, was man ist, all diesen Persönlichkeiten und Energien und Schürfwunden und Hoffnung und Verletzung. Heart to heart im wehenden Sand. Als Haltung gehört die Zärtlichkeit der Liebe an und ich finde, eine ihrer schönsten Definitionen geht so. Mittendrin, in all den neuen Bewegungen des Überschreitens, Durchquerens und Verbindens, findet sich die Haltung der Sorge. Auf vielfältige Weise kümmert sie sich, trägt Sorge und macht sich Sorgen, ist bereit, Verantwortung zu übernehmen, verankert im Hier und Jetzt, Ausschau haltend nach neuer Beziehung. Während auf der Suche auf globale wie lokale Probleme immer weitere wissenschaftliche Forschung betrieben und technologische Lösungen ersonnen werden, trägt die Sorge zur Etablierung eines neuen Wissens bei, eines Wissens, das Objektivierung verweigert und nicht nur beobachten und repräsentieren will, sondern auch transformieren, sich mit den Dingen in Beziehung setzen, affiziert werden und so sich selbst und die anderen in einem Prozess der Co-Transformation verändern. Als Geste ist Zärtlichkeit polymorph und multisensorisch übertragbar. Und klar, es war ahnbar. Jetzt holen wir mal kurz Judith Butler als Coach in die Ambulanz. Dem Wesen der Geste nach stelle diese sowohl ein Zitat als auch ein Ereignis dar und könne als eine kritische Praxis konzipiert werden, die sich gemeinhin akzeptierten Formen der Gewalt entgegenstelle. Mit jedem Einsatz ist die Möglichkeit der Abweichung gegeben, ruft Judith und die Hunde heulen sie an, als wäre sie der Mond. Es klingt wie ein Riss in der Kontinuität. Und zu diesem Sound von Verbundenheit und Verzweiflung klopfen wir uns die Halme von der Hose und machen uns auf, die Zitationsketten zu durchbrechen, alles zu resignifizieren und in Imaginationsbootcamps an der Vorstellung von Gemeinschaft und Welt als Landschaft multipler Quellen des Genusses zu arbeiten, die sich nicht in Form des Eigentums oder der rassischen, klassenmäßigen oder geschlechtlichen Identitäten bannen, umzäunen, hierarchisch ordnen und vor allem ausbeuten lassen. Wir sind jetzt Soft-Eis-Maschinen im Einsatz. Statt Firmenlogo das Credo von Renate Bertelmann auf der Brust eingestickt. Amo Ergo Sum. Hier ist mein Mikro. Lisa, was hat Zärtlichkeit mit Zusammenhalt zu tun? Ja. Ich muss einmal kurz Luft holen. Naja, also sozusagen, was ich jetzt in diesem Text als offensive Zärtlichkeit sozusagen definiert habe oder was ich mir da so gedacht habe, hat ja eigentlich ziemlich viel was wie gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun. Also es geht ja schon in eine Richtung oder es denkt ja sozusagen zumindest das Zusammensein und die Begegnung untereinander anders, aber es geht ja noch darüber hinaus eigentlich und setzt auch an bei einer anderen Gesellschaftsform. Bei welcher? Naja, wenn ich jetzt meinen Text so deuten würde, deute mal deinen Text. Wäre das ja sozusagen auf jeden Fall eine antirassistische Gesellschaft, auch eine antikapitalistische Gesellschaft, eine antifaschistische Gesellschaft.
ja, eine, die weniger auf Ausbeutung und Abwertung und so weiter. Und wo du eigentlich auch also ganz praktisch über den Zusammenhalt geschrieben und gedacht hast, war ja, als du in diesen Passagen über die Sorge, weil du hast ja quasi die Sorge als etwas definiert, was etwas anderes als ein theoretisches Wissen, was sich über etwas Gedanken macht, und die Sorge ist ein praktisches Wissen, das in etwas drin agiert und das vor allem eben eine Handlung ist. Und diese Handlung in dieser Form, wie du sie beschreibst, in dieser zugewandten und sich immer neu erfindenden Form, ist ja letztlich praktizierter Zusammenhalt. Ja, und das ist ja eigentlich was sozusagen, wo man jetzt auch merkt, wie wichtig, ich weiß eigentlich gar nicht, was das bedeuten soll, gesellschaftlicher Zusammenhalt sozusagen, da müsste ich überhaupt noch mal länger darüber nachdenken, aber ich finde, bei sowas wie Ökonomien der Sorge merkt man ja eigentlich, wie wichtig eine solidarische Gesellschaft ist und wie wichtig sozusagen sowas wie ein funktionierendes Sozialsystem ist und ein funktionierendes Gesundheitssystem. Und da geht es ja auch ganz oft darum, wenn Leute über solche Ökonomien der Sorge nachdenken. Unser Ziel ist es auch gar nicht, die Frage eindeutig beantworten zu können. Ich glaube, das ist auch utopisch. Aber es soll Spaß machen, so ein bisschen gemeinsam darüber nachzudenken, was es sein kann. Und ich will jetzt den Zuhörenden und Zuschauenden auch nicht vorenthalten. Wir sind ja schon eine Weile miteinander befreundet. Ich will auf etwas hinaus, wenn du es mir erlaubst. Ja, ich glaube, im ersten Moment muss ich bei gesellschaftlicher Zusammenhalt immer an so einen komischen zusammenklebenden Klumpen denken, der gar nicht so pluralistisch ist. Aber vielleicht ist es auch einfach so ein komisches Bild, was ich davon habe. Was ich jetzt eigentlich in dem Text so schön fand, war, dass du es ja gar nicht genau ausbuchstabierst. Du erlaubst dir ja eigentlich, uns Bilder zu entwerfen, und wie sich das jetzt genau in eine andere Gesellschaftsordnung übertragen könnte oder politisch durchgeführt werden könnte, das ist ja in dem Text jetzt nicht die Aufgabe, sondern der setzt ja eher so eine Art Imagination frei. So habe ich das jetzt gehört, und das fand ich sehr schön, sehr wirklich utopisch, und ich finde, es gibt ganz wenig utopische Texte, die mir so begegnen eigentlich. Ja, aber ich habe ganz oft, obwohl natürlich sozusagen so eine offensive Zeitlichkeit kann man ja aus vielen Perspektiven und auch aus vielen gesellschaftlichen Positionen denken. Ich habe halt selber oft beim Schreiben und auch beim Nachdenken, was solche Themen anbelangt, schon das Gefühl, dass ich schreibe ja auch aus einer bestimmten Position, und dann schreibe ich zum Beispiel feministische Texte oder denke über feministische Theorien nach und so weiter und so fort. Und da geht es ja oft darum, dass Leute auch erstmal ein paar Federn lassen müssen, sozusagen, damit es anderen besser geht und so. Aber das gehört dann vielleicht ja auch zu einer Form von gesellschaftlichem Zusammenhalt. In diesem Text, den du geschrieben hast, da gibt es ja eben so eine Bewegung auch weg von diesem Verklumpen, was du jetzt gerade beschrieben hast. Zumindest habe ich das so gelesen, das entzerrt ja eigentlich eher dieses Verklumpte oder das löst so Fäden raus oder löst Bilder raus, die du dann als utopisch wahrgenommen hast. Und das ermöglicht, glaube ich, dann eben andere Blicke darauf, was auch immer das dann ist. Jetzt möchtest du was sagen. Ja, dein Mikrofon wird bestimmt gleich aktiv. Ja, super. Es wird ja immer von den Techniken des Miteinanders gesprochen. Oft genug ist das sehr funktional, auch der Jargon ist sehr funktional. Und hier in deinem Text geht es, ich habe es bestimmt ein bisschen missverstanden, aber Missverständnis der Hellenis, glaube ich. Ich hoffe nicht, dass ich es missverstanden habe. Aber es geht um eine Zugewandtheit. Es geht darum, Zärtlichkeit, man könnte schmunzeln. Wäre ich ein Zyniker, der ich nicht bin, würde ich sagen, was ist das jetzt für ein Wort? Aber das Nicht-Überwundene daran ist eben, dass es immer mit einer Zugewandtheit geht. Das ist nicht um die, natürlich muss man sich Gedanken machen, wie man die Dinge organisiert, die Organisation des Mitgefühls ist auch wichtig, die Techniken sind auch natürlich auch wichtig, aber wenn man von einer Zärtlichkeit spricht oder Zusammenhalt, dann kann man natürlich erstmal sagen, ein Kit, der alles zusammenhält, aber Zusammenhalten hat ja, ich glaube, du bist dann weitergegangen. Lass mich dich ein bisschen missverstehen, hoffe ich nicht. Weitergehen bedeutet auch, nicht nur jetzt darüber nachzudenken, wie man etwas organisiert, sondern es hat immer was damit zu tun,
welchen Blick man auf die anderen oder auf das andere wirft. Und wenn dieser Blick verschoben ist, wenn dieser Blick falsch ist, dann ist auch der Gegenstand, dann wird der Mensch zum Gegenstand des Blicks, dann wird er auch verschoben. Und Zugewandtheit, so verstehe ich das. Ich versuche ja, ich bin ein Freund einer deutschen Sprache ohne Fremdwörter. Ich versuche das sozusagen zu übersetzen und ich habe aus deinen Worten, also du merkst, dass von uns Lob kommt, eben eine Sprache oder das Nachdenken über die Möglichkeiten, zugewandter zu sprechen und zugewandter zu sein, herausgehört. Nur, wenn du mir erlaubst, nur, also jetzt geht der Traum von uns Spielfeldis sozusagen in Erfüllung. Wir haben uns im Vorfeld gewünscht, dass tatsächlich nicht die Moderation hier nur die Fragen stellt, sondern gerne untereinander, was gerade auch passiert, ein Austausch stattfindet. Ich wollte an dieser Stelle nur, falls es im Saal jetzt schon den einen oder anderen Impuls gibt, wir können ja mal ein bisschen Saallicht machen, wenn das möglich ist. Und Ronja und ich versuchen mal darauf zu achten, ob es eine Meldung gibt. Und sie kann auch noch mal im Chat weiterverfolgen, was da passiert. Das heißt, einfach melden und wir versuchen das mit einzubauen. Lisa, bitte. Ja, ich glaube, es geht ja auch vielleicht darum, oder in dem Text auch ein bisschen darum, sich zu fragen, was sozusagen an von den gesellschaftlichen Strukturen und auch dem System, in dem man lebt, wirkt eigentlich in einem so, dass es eben zu Verhärtung kommt, dass es auch so ein offenes Miteinander verhindert und wie kann man dem wieder entgegenwirken sozusagen. Es gibt jetzt ja ein ziemlich tolles Buch eigentlich von der Shader Kurt, das heißt Radikale Zärtlichkeit und die denkt dann nochmal viel sozusagen ausufernder und über einen längeren Text eben auch genau über solche Fragen, wie ich finde, ziemlich spannend. Von wem? Shader Kurt? Shader Kurt heißt sie, ja. Ich greife nochmal den Faden auf von vorhin. Ich hatte gerade gesagt, ich wollte nicht vorenthalten, dass wir uns ja schon lange kennen und befreundet sind. Von daher weiß ich ein bisschen was, was du geschrieben hast. Und was mich interessiert ist, ob du, also ich habe dich als politische Person, politisch interessierte Person schon immer kennengelernt, auch mit deinen Texten. Und weil wir dich ja auch ein bisschen vorstellen wollen, zwei Bücher sind in naher Vergangenheit von dir erschienen und waren deine politischen Interessen, deine Gedanken, die du sonst in deinen Texten häufig hast, auch Teil beim Schreiben dieser Bücher oder ist es überhaupt nicht der Fall gewesen, weil es um was ganz anderes ging? Ja, schon. Also sowas, ich glaube, man nimmt das ja immer mit, aber ich habe jetzt keine politischen Manifeste geschrieben oder so. Also die sind auch nicht so explizit vielleicht in den Themen, wie es jetzt in diesem essayistischen Text ist, aber ich finde schon, dass da im Subtext vielleicht was Politisches mitschwingt. Ja, also ich habe ja einen Debütroman, Unsere anarchistischen Herzen, und dann noch ein Kinderbuch geschrieben, genau. Es wäre eigentlich cool, wenn das so ein total aufrührerisches Kinderbuch wäre. Ist es aber, glaube ich, jetzt nicht so sehr. Das Universum ist? Verdammt groß und super mystisch. Okay. Ja, es geht zum Beispiel viel um Freundinnenschaft, ja, und das schließt ja dann schon auch thematisch an, also weil Freundinnenschaft kann ja auch ein Ort von Widerständigkeit und von eigentlich praktizierter Zärtlichkeit sein. Ich nehme jetzt diesen Augenblick mal als Überleitung, wenn es keine Fragen gibt. Und wir können diesen Faden gerne wieder aufgreifen und würde vorschlagen, dass Ronja jetzt den zweiten Text einleitet. Jawohl, genau. Ja, im Chat waren jetzt keine weiteren Fragen. Ich konnte auch nichts an sonstigen Fragen sehen. Genau, liebe Annette, du darfst genauso ins kalte Wasser geschmissen werden und direkt starten. Viel Spaß. Auch ein Applaus. Ja, vielen Dank. Etwas ganz anderes. Ich habe mir überlegt, was es sein könnte und ich glaube, ich habe mich entschieden für das zweite Kapitel eines etwas älteren Romans, Mobbing heißt der. Also er ist wirklich eigentlich schon sehr alt und ich finde das schön, mal wieder aus dem älteren Text lesen zu können, der eigentlich das Gegenteil ist von diesem für mich ja utopischen Text, den wir eben hatten. Also es ist eigentlich die Bestandsaufnahme einer
Familie, die auseinanderfällt, weil sie von Mobbing zerrissen wird. Also das Gegenteil von Solidarität wird untersucht. Ich weiß nicht mehr, was stimmt. Was in der Kündigung gegen Jo vorgebracht wird, ist erlogen, sagt er. Natürlich glaube ich ihm. Ich weiß, dass er jahrelang gegen die Chefin gekämpft hat, ihre Erniedrigungen, das Aushorchen, Herumspionieren, die Demütigungen. Er sagt, dass ihm seine Kollegen A und T beigestanden haben. Oder sie haben ihn für die Chefin ausgehorcht und hintergangen. Ich weiß nicht mehr, was stimmt. Ich weiß nicht mehr, was gelogen ist. Ich weiß nur, dass ich Jo glauben muss. Lies die Kündigung nicht, sagt er. Warum nicht? Du fällst vom Glauben ab, sagt er. Was soll das heißen? Du kannst mir ja wohl alles erklären. Da gibt's nichts zu glauben. Du sagst mir einfach, wie alles war. So einfach ist das nicht. Solche Sätze verwirren mich. Es verwirrt mich, dass nicht alles, was Jo sagt, stimmt. Zum Beispiel hat er lange behauptet, ihm könne nichts passieren. Mir kann man nichts, hat er mir versichert, wenn ich ihn bat, vorsichtiger zu sein, sich zurückzunehmen, vielleicht manches wegzustecken. Willst du, dass ich kusche, fragte er. Eine unfaire Frage, die ich nicht beantwortete. Was würdest du an meiner Stelle tun? Würdest du den Mund halten, dich ducken, die anderen ins Messer laufen lassen? Willst du, dass ich krank werde? Du bist ja schon krank. Jos Schwindel ist unberechenbar. Er hat sich untersuchen lassen, aber es gibt keine eindeutigen Befunde. Manchmal tritt er monatelang nicht auf und wir vergessen ihn. Wenn er kommt, dann ganz plötzlich, oft am Wochenende, wenn wir eine Fahrt geplant oder Freunde eingeladen haben. Oder mitten in der Woche, wenn ein wichtiger Termin bevorsteht, den ich dann für Jo absagen muss. Der Ton der Sekretärin, die die Krankmeldung entgegennimmt, ist immer herablassend und vorwurfsvoll. So, ist er also wieder krank? Tja, da kann man nichts machen. Der Hausarzt hat ihm viel Bewegung empfohlen und Entspannung und vielleicht Schwimmen und Yoga und hat ihm den Wein verbieten wollen, aber Jo trinkt trotzig jeden Abend sein Viertel. Daran liegt es nicht, beharrt er, und ich weiß, dass er recht hat. Es liegt daran, dass die Chefin ihn auf dem Gang nicht grüßte, sondern geradeaus an ihm vorbeischaute. Und daran, dass seine Post geöffnet wurde, wenn er im Urlaub war. Dass ihm alle Dienstreisen gestrichen wurden und daran, dass er seit 2 Jahren Datenbanken anlegen musste, anstatt mit seinen Projektpartnern neue Konzepte zu erarbeiten. Das macht jetzt jemand anders. Daran, dass er die Briefumschläge nur noch abgezählt auf die Hand bekam und bei jedem zu spät kommen eine Abmahnung befürchtete. Daran, dass sich plötzlich ein Ruf um ihn anlagerte. Der ist unzuverlässig, gar nicht so ohne. Und nicht der einfachste, nicht so gut zu haben. Dem ging's schon mal besser. Da ist der Wurm drin. Der will mit dem Kopf durch die Wand. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Und das geht nicht nur mir so. Ich habe das von einigen Seiten gehört. Und ständig ist er krank. Wieso weiß die Chefin, dass du etwas zu spät warst? Sie sitzt doch nicht in deinem Büro und wartet, bis du kommst? Sie weiß es eben. Man hört, dass du dir das Leben nicht ganz leicht machst, raunte Norbert aus der Werbung ihm auf dem vorletzten Betriebsausflug zu. Der Ausflug war eine Wanderung. Auch die Chefin war dabei, in einen grünen Gore-Tex-Mantel gehüllt, weil Regen angesagt war. Warum sollte sie keinen grünen Gore-Tex-Mantel tragen? Das tun viele, wenn das Wetter schlecht ist. Da ist so nun wirklich nichts dabei. Du siehst schon Gespenster. Sie begrüßte alle Mitarbeiter persönlich, außer Jo. Der stand so weit hinten. Die anderen drehten sich nicht nach ihm um, aber Norbert gesellte sich zu ihm, als die Truppe sich in Bewegung setzte und nach den ersten Steigungen in verschiedene Lager zerfiel. Wer sagt das? Ich habe es eben gehört. Natürlich mache ich mir das Leben nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ich kann nicht mehr so arbeiten wie früher. Die Dinge sind im Fluss, sagte Norbert, und es ist sicher klüger, nicht gegen den Strom zu schwimmen. Was soll das heißen? Soll das eine Warnung sein? Ach komm, rief Norbert, jetzt guck doch nicht so misstrauisch. Ein bisschen Vertrauen muss man schon mitbringen. Und er legte den Kopf in den Nacken und atmete die feuchte Luft ein. Gut tut das, man müsste sich überhaupt viel mehr bewegen. Bewegung ist das A und O, du läufst doch, oder? Sie nimmt mir alle Projekte weg, sagte Jo, Sachen, die ich entwickelt habe. Sachen, die mir wichtig sind, verstehst du? Sie ist die Chefin. Das weiß ich ja, rief Jo, das kann sie gern sein. Aber ich habe keine Lust, von morgens bis abends Büroklammern zu sortieren, verstehst du? Wir haben 5 Millionen Arbeitslose, ein älterer Text.
sagte Norbert leise, und nun klang es wirklich nach einer Warnung, und dann fiel er etwas zurück und wartete auf die zwei Praktikantinnen, die mit ihren bunten Lederschuhen nur langsam vorankamen. Oben auf dem Berg lag der Gasthof in der Nachmittagssonne. Sie hatten rot-weiß gestreifte Schirme aufgestellt und alle schritten die letzten Meter schneller aus. Komm, wir trinken Eis, wir trinken Limo. Wir essen Eis, wir trinken Limo. Sie drängten sich um die Holztische. Nyo war beklommen, obwohl er versuchte, es abzuschütteln. Er hatte das Gefühl, keiner wolle neben ihm sitzen. Und doch waren die Plätze um ihn herum sofort vergeben. Wieso hattest du dann das Gefühl, dass keiner neben dir sein wollte? Sie haben kurz gezögert. Das ist doch immer so. So nicht. Das bildest du dir ein. Ich habe doch Augen im Kopf. Claudi, das ist die eine Praktikantin, hat sich von mir weggedrängelt. Und Norbert ist an einen ganz anderen Tisch gerannt und hat kein einziges Mal zu mir herübergeschaut. Und Markus war da ja schon nicht mehr da. Also konnte sich Markus gar nicht neben dich setzen. Eben. Also, hast du allein gesessen oder nicht? Nein, natürlich nicht. Na also? Die neue Chefin kam, groß angekündigt, vom Verwaltungsdirektor und wurde offiziell begrüßt mit festlichen Blumensträußen. Es gab einen Umtrunk. Wir freuen uns sehr, dass diese Abteilung nach einer langen Zeit der, wie soll ich sagen, Orientierungslosigkeit nun wieder geführt wird von einer Frau, die nach vorne schaut, die Visionen hat und die ihre Visionen auch Wirklichkeit werden lässt. She makes it happen. Visionen, schimpfte Jode auf dem Empfang zu viel Prosecco getrunken und mit Markus in einer Ecke Befürchtungen gepflegt hatte. Wer dieses Wort im Munde führt, hat nichts zu sagen. Aber sie hat es doch gar nicht im Munde geführt, sagte ich. Das war doch der Verwaltungsdirektor, oder? Da ist doch einer wie der andere, sagte Jo. Findest du es hilfreich, deiner neuen Chefin so düster zu begegnen? Du hast sie ja nicht gesehen. Sie sieht aus wie eine Chemielehrerin, wie eine Finanzministerin. Du hast einen in der Krone, gib ihr eine Chance. Lass mich doch mal was sagen, immer musst du mich zensieren, du hast sie nicht gesehen. Hier erklang zum ersten Mal der Refrain, der uns seitdem begleitet. Er kann verschiedene Formen annehmen. Er, du warst nicht dabei, oder sei froh, dass du nicht dabei warst, oder du hast keine Ahnung. Ich, dann halte ich lieber gleich den Mund, dann gehe ich eben ins Bett. Oder wie sollen wir denn überhaupt noch reden? Er, reden, 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 Worte sind eben nicht alles. Oder, dann geh doch ins Bett, du siehst sowieso müde aus. Ich, wie meinst du das, du siehst auch nicht besonders aus. Er, weißt du was, geh schlafen. Ich, was ist denn das für ein Ton? In welchem Ton sprichst du eigentlich mit mir? Hör dir doch mal selbst zu. So würdest du mit keiner Putzfrau reden. Er, wieso Putzfrau, ich liebe meine Putzfrau. Ich? Mich aber anscheinend nicht mehr so richtig. Er, sag mal, verstehst du gar keinen Spaß mehr? Du hast deinen Humor verloren. Du hast diesen bitteren Zug um den Mund. Ich? Ja. Wundert dich das? Ja, soweit vielleicht mal. Danke. Ja, danke Annette für diesen Text. Für die Leute, die dich noch nicht so gut kennen, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, also den Namen hast du ja schon gesagt. Ich schreibe Bücher schon seit langer Zeit für Erwachsene und für Kinder. Genau, und ich bin seit einigen Jahren in Hildesheim, leite dort das Literaturinstitut, wo junge Schreibende eben Schreiben studieren können. Und das ist so das, was ich mache. Genau, und du schreibst ja auch schon ein bisschen länger. Und das Buch, was du heute mitgebracht hast, Mobbing, ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von 2006. Wie würdest du sagen, hat sich die Gesellschaft vielleicht seitdem für dich irgendwie verändert? Was bedeutet für dich überhaupt Gesellschaft oder gesellschaftlicher Zusammenhalt? Also da versuche ich ja relativ genau und kleinschrittig zu beschreiben, wie es ist, wenn gesellschaftlicher Zusammenhalt eben überhaupt nicht da ist. Also was passiert, wenn eine Person demontiert wird, und zwar eigentlich nicht als einzelne Person, sondern in einem Arbeitszusammenhang. Also mich hat daran interessiert, die Frage, was macht überhaupt jemanden aus? Wir sind alle natürlich einzelne Menschen in unseren kleinen Familien. Das war damals auch noch stärker für mich ein Thema als heute, sicherlich. Also da gab es
noch irgendwie wenig Transformation so in meinem Umfeld. Wir waren da eben alle organisiert, wie man eben so ist, mit Familien und Arbeit. Und ich wollte schauen, inwieweit wir eigentlich sozusagen uns definieren über das, was Arbeit uns ermöglicht und was passiert, wenn man uns Arbeit entzieht. Und wie das dann ist, wenn man aus dem System sozusagen herausgestoßen wird. Und ich finde das immer noch genauso brennend wichtig. Absolut. Ich würde eher sagen, es hat sich komplett verschärft. Also ich habe das sozusagen damals nicht analysiert als sozusagen die Spuren des Neoliberalismus im Privatleben. Aber ich habe schon damals auch gedacht, was ist eigentlich Privatleben? Es gibt überhaupt keine Schutzzonen. Und dass es keine Schutzzonen mehr gibt, ist mir jetzt noch sehr, sehr viel klarer als damals. Ich würde es vielleicht auch noch drastischer beschreiben. Ich fand es voll spannend, weil es mir auch sozusagen über dieses Arbeitsthema hinaus wie so ein exemplarischer Text vorkam. Ich kenne den Rest des Romans nicht, aber wie es sozusagen Leuten ergeht, die sozusagen davon berichten, dass ihnen etwas zugestoßen ist. Und ich habe das so, da war ja auch, finde ich, wird denen Glauben geschenkt oder nicht? Das schwang da für mich auch so mit, weil ja dieses Gegenüber von dem Jo ja immer so, stimmt das nicht? Wo kann ich ihm glauben, wo kann ich ihm nicht glauben? Ja. Obwohl sie am Anfang ja gesagt hat, sie glaubt ihm auf jeden Fall. Und das hat sich ja dann eigentlich auch, so wie ich das gehört habe jetzt, dann ist das so schrittweise auch in Frage gestellt worden, also bei der Erzählstimme selbst. Ja genau, es schwankt eigentlich immer hin und her. Es gibt keine Vertrauensbasis mehr. Und es ist tatsächlich vielleicht so ein bisschen wie eine Fallstudie gemacht auch. Also ich glaube nicht, dass man exemplarisch erzählen kann. Ich glaube, dann wird es nicht richtig gut. Aber es ist vielleicht nicht das Richtige. Aber das hat mich so erinnert auch an andere Situationen, wo das sozusagen eine Relevanz hat, dieser ja, genau. Glauben oder Unglauben. Ja genau, und vielleicht knüpft es in einem Aspekt auch ein bisschen an deinen Text an, insofern, dass es hier natürlich ja auch um Gefühle und Liebe geht. Also liebe ich den Menschen, der mich versorgt? Was tue ich denn, wenn er mich plötzlich nicht mehr versorgen kann? Was tue ich, wenn er überhaupt nicht mehr der Mensch ist, den ich überhaupt kennengelernt habe? Wenn er überhaupt keine Fähigkeiten mehr ausleben kann, wenn er eigentlich gar nichts mehr machen kann? Ist Liebe also eigentlich auch kein privates Gefühl? Und das war ja das, was du eigentlich auch angesprochen hast. Ne? Sondern ist es eben auch ein Zustand, der sich bindet an das, was wir in der Gesellschaft sind. Und ich glaube, das wird in dem Buch sehr, sehr deutlich. Ja. Und es gibt eben überhaupt nicht dieses Konstrukt, naja, aber wir halten ja jetzt zusammen, wir schaffen das schon, wir beiden, wir gehen jetzt durch dick und dünn. Und es kann unsere Liebe gar nichts anhaben, weil das einfach, finde ich, glaube ich, eine unglaubliche Illusion ist. Ja, das finde ich so schön. Zum Beispiel, ich finde Bell Hooks total toll, also die Kulturwissenschaftlerin, und die auch in diesem All About Love, die ringt sie ja eigentlich auch um so eine Definition von Liebe als ethischer Praxis, weil man hat, finde ich, Liebe oft so ein großes Wort und man weiß nicht so richtig, was dahinter steht. Und da kommt dann auch sowas vor wie eben Vertrauen und Integrität und wie begegne ich wirklich meinem Gegenüber. Ja, das fand ich auch spannend an dem Text, dass da ja auch so ein Unvermögen überhaupt noch wirklich miteinander zu sprechen. Also es ist dann so ein ritualisiertes, aber auch total ausweichendes Sprechen eigentlich. Ja genau, und es ist eigentlich sozusagen das Gegenteil von dem, was du dir gewünscht in deinem Text. Es ist so eigentlich ein kriegerisches Sprechen, dass die ganze Zeit, also die duellieren sich eigentlich die ganze Zeit. Und wenn wir jetzt fragen, was ist denn Zusammenhalt, also so kann Zusammenhalt aufgelöst werden, ja, auch mit Gerüchten zum Beispiel, mit sozialer Reputation, ja, wenn das unterlaufen wird, ja, dann, also wie, das ist ja, das wäre ja vielleicht sozusagen so der also wenn man den Kitt rauskratzt aus den Fugen, dann bricht alles auseinander, ja. Ja, und ich finde auch, dass Sprechen immer auf so eine komische Metaebene eben geht, wo es gar nicht mehr eigentlich um die Sache an sich geht, sondern irgendwie darum, sich wie so gegenseitig eben zu bekriegen und eigentlich ins Bett zu schicken, ja. Genau, und Liebe fand ich war gerade ein ganz spannendes Stichwort. Du hast ja auch Lexikon der Liebe und Lexikon der Angst geschrieben. Was haben für dich Emotionen mit Gesellschaft oder gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun? Ich glaube, das ist sozusagen das Alphabet ist, mit dem wir sprechen. Also das ist die Tastatur. Und ich habe inzwischen wirklich, glaube ich, versucht, immer mehr das auch zu verstehen, dass die Emotionen, mit denen ich privat ausgestattet bin, eigentlich meine Wahrnehmungsorgane für Gesellschaft sind. Also das, was ich bewundere, das, was ich fürchte, das, was ich mir wünsche, das sind ja alles, das ist ja mein emotionaler Haushalt, und das sind ja alles eigentlich gesellschaftliche Blickweisen, die mich da ausmachen. Und hier in dem Text
sieht man sozusagen die Emotionen, die entstehen, wenn Gesellschaft eben nicht hält, wenn Zusammenhalt aufgekündigt wird. Ja. Und auch das ist ja eigentlich so eine Art Sensorium, das ich dann habe. Also dann fühle ich mich eben einsam. Ja, was ist überhaupt Einsamkeit zum Beispiel? Wird ja von vielen auch gewünscht wiederum, aber nach Corona auch wiederum nicht mehr. Wir wollen jetzt wieder zusammen sein. Aber was wollen wir denn machen, wenn wir zusammen sind? Ja. Feridun, du musst ins Mikrofon immer sprechen, damit der Stream dich auch hört. Uns anstecken, habe ich. Genau, uns anstecken. Ich erinnere nur an der Stelle, also macht euch einfach bitte hier vor Ort bemerkbar, indem ihr zum Beispiel ruft, ich habe eine Frage. Und dann geht das Saallicht an und wir kommen auf euch zu. Genau, und zur Überbrückung, wir haben tatsächlich schon die ersten Fragen im Chat. Ich glaube, das ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, wo irgendwie alle von euch darauf antworten können. Der erste Kommentar, die Gesellschaft besteht ja aus allen Menschen. Und dann können wir, in Anführungszeichen, mit unseren stark intellektuellen Texten, wow, jetzt ist genau in dem Moment der Laptop ausgegangen. Okay, hast du die Frage noch komplett lesen können? Sodass du's ja, aber ich möchte so gerne vorlesen. Okay. Es geht auch ganz schnell. Zack, so. Können wir mit unseren stark intellektuellen Texten gesellschaftlichen Zusammenhalt erschaffen oder riskieren wir eventuell einen Klassismus, der genau das Gegenteil bewirkt? Wer möchte darauf antworten? Das ist ja die größte und schwierigste und wichtigste Frage. Das ist natürlich jetzt überhaupt keine Antwort. Es ist eigentlich die Frage nach der Wirksamkeit von Kunst. Ne? Und also ich weiß nicht, ob ihr dafür eine Antwort parat habt. Ich frage mich manchmal, also man ist ja jetzt als Schriftstellerin, ich weiß nicht, wie es euch da geht, sozusagen die Welt oder so liegt ja erstmal vor einem oder ganz viel, finde ich, stellt sich einem ja erstmal als ein ästhetisches Problem oder eine ästhetische Fragestellung, selbst wenn man sich um politische oder theoretische Sachen dreht irgendwie. Also ja, ich weiß nicht. Deswegen, klar, es ist auch eine Form von Klassismus, aber dann geht es vielleicht eher um sowas wie die Zugänglichkeit auch von Kunst oder Denken allgemein oder so. Ja. Kunst hat ja immer was mit Realitätsabwendung zu tun. Es hat immer was damit zu tun, man darf sich dem der Verätzung durch die Realität nicht aussetzen. Denn sonst käme man gar nicht dazu, sich hinzusetzen, jetzt was die Schriftstellerei anbetrifft, und etwas zu schreiben. Insofern ist der Akt, der schöpferische Akt an sich schon, wie soll ich sagen, eine Abnabelung von dem, was man als Wirklichkeit oder als Fülle der Fakten bezeichnen kann. Nun, erinnere ich mich aber an den Jubel der Rechtskonservativen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Also so ein Unrechtsstaaten müssen früher oder später ja zerfallen. Da weine ich dem keine Träne nach. Was ich aber sagen möchte ist, plötzlich hieß es, nicht nur die Geschichte ist zu Ende, sondern der investigative, die Zeit der investigativen Intellektuellen, und damit meinte man Schreiberinnen und Schreiber, ist vorbei. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, also fast schon Manifeste wurden und Leitartikel im Verlautbarungsorgan der deutschen Bourgeoisie, nämlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, geschrieben, erzählt, also die Erzählung ging, die Lüge vom Ende des der Schreiberin, des Schreibers, der Person, die sozusagen zwar sich erstmal abwenden muss, aber sich dann eben, man durfte das Wort nicht sich einmischen in den Mund nehmen, engagiert war, schon verkommen, also okay. Man kannte auch oft genug Leute, die so größenwahnsinnig waren, die glaubten, wenn sie jetzt ein Poem auf dem Marktplatz sozusagen intonierend brüllen, ist das schon eine halbe Volksbewegung. Das ist natürlich ein Quatsch. Also, aber mit dem Widerspruch muss man leben. Falsch wäre es zu sagen,
zu meinem Beruf gehört eben die Abnabelung von den Wirklichkeiten. Aber dazu könnte auch vielleicht gehören, ohne dass man sich wichtig nimmt und größenwahnsinnig wird und glaubt, also die Texte wirken so, strahlen so in die Wirklichkeit, dass sich vieles ändert. Trotzdem könnte man aus einer, und jetzt komme ich mit einem anderen Wort, mit einer Melancholie des Daseins, könnte man einfach auch mal vielleicht wieder ein bisschen sagen, man könnte ja kaputt machen, was einen kaputt macht. Also so zynisch oder so, ob jung oder alt, sich zurückzulehnen und zu sagen, es ist alles gemacht und ich gehe mal zur Demo und mache hier Streik und dort einen Streik, damit ist jetzt das alte Problem, das ist das Problem, wenn wir die Frage stellen nach dem Zusammenhalt, dann müssen wir die Frage stellen von Arm und Reich. Und es reicht nicht nur politisch zu sein, man muss immer wieder diese Frage stellen, Arm und Reich. Was wird immer noch von unten nach oben hochgeschaufelt? Und das ist die Frage nach dem Zusammenhalt. Amen. Wir haben eine Frage aus dem Publikum. Ich darf das Mikrofon nur hinhalten. Okay. Du darfst es nicht anfassen. Okay. Ich glaube, ich muss dich auch enttäuschen, weil ich habe keine Frage, sondern einfach einen Redebeitrag. Also ich bin erstmal sehr dankbar für die Frage aus diesem Internet, weil ich mich das auch gefragt habe, wer ist denn eigentlich hier und wer spricht miteinander? Und ich denke zum Beispiel, dass Kunst auch so sein kann, dass sie sich sozusagen gnadenlos einer Realität aussetzt und auch nahbar sein kann dabei. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass eure Sachen bisher nicht nahbar waren, nur weil das ja, glaube ich, so habe ich die Frage auch ein bisschen verstanden. Und ich musste an ein Gespräch denken oder an viele, die, also du und ich, also Lisa und ich, oft eigentlich führen, in genau diesem Spannungsfeld zwischen, ich arbeite zum Beispiel an der Schule oder oft mit Kindern und Jugendlichen zusammen, und wir hatten schon oft die Frage danach, nach diesen utopischen Denkräumen, die dann mit einer Realität in der Schule zum Beispiel, in der Pädagogik oder in anderen Räumen sozusagen abgeglichen werden können. Und bis jetzt sind wir immer zu dem Schluss gekommen, dass es die ja gibt und auch weitergeben muss. Also es muss diese utopischen, theoretischen Denkräume geben und es wird sie auch immer geben, weil Leute sich da reinbewegen. Und dann daraus aber wieder zurückzugehen sozusagen zum Beispiel, also ich jetzt in meinem Fall, und das wieder mit in meine Praxis zu nehmen, ist halt mein Weg, das dann zu leben sozusagen. Genau, das ist vielleicht auch noch was ich mir für die Diskussion wünsche, noch so konkreter zu werden, weil ich glaube, viele Sachen waren schon so angesprochen, was auch gesellschaftlichen Zusammenhalt angeht. Ich habe mich da auch nochmal gefragt, wer eigentlich und wogegen, weil irgendwie finde ich so Zusammenhalt klingt für mich immer so, als wäre es ein gegen etwas, und was sind dann die Ängste, die wir haben, oder was ist dann das, das wir nicht haben wollen? Und ich kam irgendwie auf dieses Bewusstsein auch für das eigene oder für die Möglichkeit, dass man immer selber auch abschmieren kann, wenn ihr wisst, was ich meine, und irgendwie in dem Bewusstsein zu leben und gegeneinander zu, einander zu halten. Ja, und ich finde zum Beispiel Lisa und du und ich, wir haben da eine sehr schöne Praxis. Um es jetzt mal so zu sagen, ich hoffe, das war okay. Aber ich habe mich gerade gefragt, also sozusagen Klassenzugehörigkeit bedeutet ja nicht, geht ja nicht automatisch einher mit einem Mangel an Intellekt. Oder? Also ich kann ja auch, ich kann ja auch arm sein und trotzdem lese ich gerne Texte und bin ich intellektuell und lese vielleicht auch gern theoretische Texte. Also vielleicht ist die Frage auch ein bisschen klassistisch. Ja, aber die Herleitung, was natürlich mit Armut und Reichtum einhergeht, ist, ne, der Klassiker, mit Reichtum habe ich bessere Zugänge zu Bildungsinstituten und so weiter und so fort, dass ich besser. Das weiß ich schon, aber das muss ja nicht automatisch so sein. Und ich finde auch, dass Kunst, Und man kann Kunst auch, finde ich, also was jetzt diese Frage so impliziert oder was, man kann Kunst ja nicht immer abgleichen mit dem, was sie im Moment ihres Erscheinens in der Welt schafft sozusagen. Also wir
permanent, das machen wir und das wird in Zukunft auch so sein, wird die Kunst und die Literaturgeschichte neu gedacht und neu gelesen und die Vergangenheit verändert sich und es werden neue Bücher, Kunstwerke, Gedanken, Ideen wirksam, die zum Zeitpunkt ihres Erscheinens niemand für wirksam erachtet hat, die vielleicht der Gesellschaft in dem Fall nichts gegeben und nichts geben konnten oder die auf nichts gestoßen sind, wo eine Resonanz entstanden ist, die aber in der Rückschau auf einmal fruchtbar und gemacht werden können und wirksam werden. Und das ist also quasi dieser Resonanzraum von Kunst erschaffen und Kunst rezipieren oder Gesellschaft, in die eine Kunst hineingedacht, geschrieben und geschaffen wird. Das kann man ja nicht, also das kann man, finde ich, nicht sofort gleichschalten und quasi ein Prüfsystem erschaffen oder und das, also man kann es nicht andauernd sofort befragen, was ist die unmittelbare Wirksamkeit, sondern Dinge müssen ja auch wirken, Dinge müssen zusammenkommen und es gibt andere Kontexte und größere Zeitspannen, in denen Sachen wirksam werden und ihre Wichtigkeit erweisen. Geht es gerade weiter in dem Chat, weil du so lächelst? Tatsächlich, ja. aber darf ich noch mal ganz kurz zu dem Statement da eben auch anschließend, dann dich das auch noch mal sagen. Also ich finde das schon eine wichtige Frage, die Frage nach der Zugänglichkeit. Schon einerseits, aber andererseits glaube ich auch, dass man es, also ähnlich wie du es auch andeutest, sozusagen als zusammengehörig sehen kann, das, was wir in der Literatur oder anderen Kunstformen produzieren, an Fantasien, zum Beispiel an sozialen Fantasien, das müssen gar keine direkten Gesellschaftsmodelle sein, also dass wir die Art und Weise, wie wir da in der Kommunikation kommen, die ist ja auch eine soziale Praxis, das ist ja auch eine Art des Handelns. Und egal, also und da würde ich fast sagen, egal wie viele Menschen daran partizipieren, ja, das sind Gedanken, die werden gedacht und Fantasien, die werden entwickelt und die gibt es dann und die werden dann aber und die werden dann auch vorhanden, die werden auch kursieren und wie sich das dann einspeist in Transformationen oder wirklich auch gesellschaftliche Veränderung, das weiß ich nicht und ich weiß nicht, ob das jemand weiß, ja. Aber ich glaube, wenn das nicht passieren würde, dann wäre das sozusagen eine ganz verarmte Gesellschaft ohne Fantasie. Und damit auch überhaupt ohne die Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise zu bewegen. Ja, genau. Und auch nochmal in Verknüpfung zu dem Kommentar. Bei dir ging es ja auch stark darum zu sagen, wir haben irgendwie Visionen oder Utopien und dann aber wieder zurückzukommen und irgendwie in die Praxis das zurück zu transferieren. Die nächste Frage, was kann Schreiben als Praxis für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun oder auch bedeuten? Vielleicht hat einer von euch dazu eine Idee. Dann go. Aber wie fühlt es sich denn, ich meine, klar, diese Fragen, an denen kann man sich ja auch abarbeiten. Das ist ja irgendwie klar, dass das nicht eindeutig zu beantworten ist. Aber auch, dass du, Annette, gerade gesagt hast, also du kannst es natürlich nicht wissen, ist klar, aber auch so ein Bauchgefühl. Also vielleicht ist ja manchmal gar nicht mit dem Kopf die Antwort möglich, aber man hat vielleicht ein Gefühl dafür, ja, es bewirkt etwas oder es bewirkt nicht so viel? Nee, gar nicht. Ich bin da viel technischer. Ich glaube, dass das Schreiben was leisten kann, was andere Kunstformen nicht so gut können, nämlich verschiedene Perspektiven erzählen. Und vielleicht Perspektiven, die uns nicht naheliegen und die sich nicht decken mit Mainstream-Positionen und die uns überraschen und die uns woanders hinholen. Das kann man, glaube ich, schreibend machen. Und das ist eine große Möglichkeit, die Literatur hat. Und das finde ich zum Beispiel was ich im Moment zum Beispiel total interessant finde in der Literatur, dass da Stimmen sich zu Gehör bringen, die, von denen ich vorher noch nicht gehört habe, die mir auch von Lebensbereichen erzählen, die ich zum Beispiel vorher nicht kannte, oder Erfahrungsräume aufmachen, auch soziale Erfahrungen, auch Herkunftsgeschichten und so weiter. Das zum Beispiel finde ich eine ganz praktische, handwerkliche Möglichkeit, anders zu erzählen. Ich hab gesehen, dass du was sagen willst, lieber Namensvetter. Ich nehme dich sofort dran. Was ist der Unterschied zum Lesen? Also wo ist der Unterschied im Effekt, wenn du sagst, beim Schreiben kann ich andere Perspektiven einnehmen? Ich nehme ja auch beim Lesen unterschiedliche Perspektiven ein. Gibt es da einen Unterschied? Das war schon mit. Das gehört zusammen, ne? Ja. Also der Text entsteht, dann braucht er das Gegenüber, dann braucht er die Resonanz und dann wird er gelesen und darin entstehen ja erst diese verschiedenen Perspektiven im Hin und Her. Es gab sogar in den 70ern, in den wilden 70ern, in der wilden Zeit der Theorie, auch die Theorie, dass der Leser, die Leserin überhaupt den Text erschafft durch das Lesen, durch das Erfassen des Textes. Schreiben bedeutet, wenn man eine Geschichte erzählt, über die Geschichte macht man Menschen sichtbar.
Wenn die Namen nicht genannt werden, wenn ihre Geschichten nicht genannt werden, sind sie unsichtbar. Sie werden nicht erwähnt. Schreiben, das muss so nicht sein, ist auch eine Art Erwähnen, Erfassen. Andererseits bin ich sehr schriftskeptisch. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es immer zum großen Unheil gekommen ist, wenn Menschen sich auf Bücher bezogen haben. Sie sollten sich nicht auf Bücher beziehen. Ich meine damit die ganzen Ideologien, die Schriftgläubigkeit hat Millionen von Toten zur Folge gehabt. Deswegen, wir sprechen natürlich von der Literatur, bin ich da sehr, sehr vorsichtig, wenn es darum geht, die Wirklichkeit sich auszurichten nach den Geschichten und Erzählungen in Büchern. Dann entsteht, ob man es will oder nicht, entstehen plötzlich Ungeheuer. Also es ist fast schon von einer unerträglichen Nettigkeit, wenn medial über die Literatur gesprochen wird. Ist ja schön und gut, nur die Fratze, die andere Seite, die wir ja gesehen haben, das ist, ich erzähle ja nichts, was es nicht gibt, nur darauf möchte ich, auch auf die Gefahr hin, ein bisschen so, also den Nettigkeitsgehalt ein bisschen anzugreifen. Ich bin gar nicht so dafür, dass man gewissermaßen jetzt so sich an die Schrift halten soll. Ich bin gar nicht so dafür, dass die Literatur so viel bewirken soll. Ich bin überhaupt nicht dafür. Ich bin für eine ungeheure Autonomie der Schrift. Ich bin für komplexe Prosa. Ich bin für Lyrik, ich bin für Poesie, ich bin nicht für Realitätstauglichkeit von Texten. Das sollte einem wirklich am allerwertesten vorbeigehen. Und noch einmal, man sollte immer, zucke immer zusammen, wenn von der Macht des Wortes gesprochen wird. Es gibt auch die andere Seite, das Abgründige, und dann war die Schrift immer, also hat dafür gesorgt, dass Menschen umgekommen sind. Dann wurde wirklich, das Wort ward Fleisch. Das darf nicht passieren. Ich habe zum Beispiel für mich auch, ich denke nicht, also ich glaube, ich würde mich dann auch schon wie so größenwahnsinnig, oder sozusagen wie du es vorhin gesagt hast, ich denke nicht, ich stelle mich jetzt auf den Marktplatz und lese meinen Text vor und dann gibt es die Revolution sozusagen. Also dann, und so verstehe ich zum Beispiel mein eigenes Schreiben, und ich habe eigentlich das Gefühl, dass Schreiben ganz oft wie so eine Ego-Nummer ist. Also das macht in erster Linie erstmal was mit mir, und das ist, hat für mich selbst erst meine Bedeutung, mein eigenes Schreiben, für mich irgendwie als Subjekt und als Individuum und so. Aber ich glaube ansonsten, also ich hätte das Gefühl, wenn man, oder alles, was darüber hinausgeht, müsste dann vielleicht, dann müsste ich Aktivistin werden oder sein. Ich weiß, das ist jetzt ein harter Bruch, weil jetzt gerade das Warm-up sozusagen gerade eindeutig abgeschlossen ist und alle auf Betriebstemperatur sind. Wir sind aber schon mit der ersten Stunde rum und tatsächlich muss ich diesen harten Bruch jetzt gehen. Es gibt 10 Minuten Pause und wir treffen uns in 10 Minuten wieder hier. Bis gleich.
Alles klar, ich glaube, es sind alle wieder auf ihren Plätzen angekommen. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Pause. Wir machen das genauso wie gerade eben und Joshua darf starten und direkt mit seinem Text beginnen. Viel Spaß. Augenblick, Joshua, sorry. Wie bitte? Das Mikrofon ist, glaube ich, ne? Jetzt an? Jetzt, ne? Also, okay, hi. Ich dachte, ich bringe eine andere Textsorte ein, nämlich ein Märchen. Licht muss auch noch aus in dem, im Publikum. Sonst sehe ich euch ja. Noch einen Augenblick Geduld, lieber Joshua. Okay, aber wenn man euch noch sieht, hat jemand von euch heute was von Lieferando bestellt? Nein. Nein, niemand? Okay. Also, ich fange jetzt an. Emil, 6 Jahre alt, ist Lieferando-Bote. Meistens trägt er rote Jeans und einen blauen Pullover mit Kringeln drauf. Seine Frisur lässt sich am ehesten als Topfschnitt bezeichnen. Eines Tages sind seine Eltern beim Abendessen unsichtbar geworden. Seitdem muss er für die Miete selbst aufkommen. Die Einschulung verschiebt er um ein Jahr, um in der Zwischenzeit noch ein paar Investitionen tätigen zu können. Seine unsichtbaren Eltern sind seine Anlageberater. Abgesehen davon sind sie zu nichts zu gebrauchen. Emil besitzt 3 Smartphones und viele Ladekabel. Niemand wollte ihm einen Job geben. Nur das Personalbüro von Lieferando war großzügig genug, um seinen gefälschten Ausweis zu akzeptieren. Eigentlich will Emil nur mit seinem besten Freund, dem Riesenfaultier, rumhängen und Softeis essen. Stattdessen fährt er mit seinem kleinen Fahrrad von Schnellrestaurant zu Schnellrestaurant und packt das Essen behutsam in den quadratischen Thermorucksack, der eigentlich viel zu groß und viel zu schwer für ihn ist. Aber Emil ist hartgesotten. Er manövriert 11 Happy Meals durch Platzregen. Er hievt 3 Familienpizzen in den 7. Stock eines Mietshauses. Dann wird er von einem Dealer verprügelt, dem die Pommes zu lasch und zu kalt sind. Die Arbeit ermüdet Emil, aber er darf keine Pausen machen. Pausen sind nur schlechte Angewohnheiten. Das hat Emil auf Twitter gelesen. Er ahnt, dass das Unsinn ist. Allerdings spürt er auch, dass es für seinen Job zutrifft. Während er an einer roten Ampel wartet, hält neben ihm ein teures Auto. Das Fenster wird runtergelassen und 2 Frauen sagen Emil, wie süß er sei. Emil wendet sich den Frauen zu und starrt sie mit dem Todesblick an, den er mal beim Undertaker, dem Wrestler, gesehen hat. Das war auch auf Twitter. Die Frauen kichern und finden Emil noch süßer. Die Ampel springt auf grün. Emil radelt los, die Straßen sind nass. Immer wieder muss er sich die Kapuze aus den Augen schieben. Er fährt zu einem Steakhouse und packt Steaks in seinen Thermorucksack. Er hasst den klebrigen, fettigen Geruch. Emil ist traurig. Das Riesenfaultier wiederum lebt auf den Hügeln am Rand des Industriegebiets. Es sitzt im roten Moos und schaut in die Stadt. Es sieht, wie Emil sich abmüht. Das Riesenfaultier liebt Grapefruits. Um die Miete zahlen zu können und um Investitionskapital zu haben, muss Emil mindestens 10 Stunden am Tag arbeiten. Abends liegt er im Bett und hofft, dass seine Eltern aufhören, unsichtbar zu sein. Emil spricht in die Dunkelheit. Hey, könnt ihr bitte wieder sichtbar werden? Ich möchte nicht mehr Lieferando-Bote sein. Mama? Papa? Seid ihr da? Emil bekommt eine E-Mail. Sie ist von seiner Mutter. Lieber Emil, überlege dir, wie du deine Sehnsucht produktiv nutzen kannst. Sehnsucht beschreibt einen Gefühlszustand, in dem du einen Mangel empfindest. Wenn du es geschafft hast, ausschließlich von Dividenden zu leben, wird sich dieses Gefühl umkehren. Die Dividenden werden Sehnsucht nach dir bekommen. Sie werden dich pünktlich zum Stichtag bereichern wollen. Sie werden es als Mangel empfinden, nicht bei dir sein zu können. Wenn du so weitermachst,
bist du vor deinem 9. Geburtstag Millionär. Emil liegt im Bett, verwundert und erschöpft. Dann schläft er ein. Bald darauf klingeln seine 3 Smartphones. Sie machen unsägliche Weckgeräusche, wild durcheinander. Fast noch träumend checkt Emil pflichtbewusst sein Aktienportfolio. Emil duscht kalt. Emil verspeist ein paar Knäckebrote mit Schmelzkäse. Und weil das Riesenfaultier gesagt hat, er brauche Vitamine, isst Emil auch eine halbgrüne Banane. Während Emil ein paar belegte Bagels nach Downtown fährt, sieht er 2 Flugsaurier, die durch den Himmel schweben. Das macht ihm Mut. Die Sonne scheint. Emil rollt eine breite Straße hinab, zwischen Wolkenkratzern hindurch. Teilweise fährt er freihändig. Er kommt an Kindern vorbei, die an Haltestellen stehen und auf Schulbusse warten. Sie schauen ihm misstrauisch und neidisch nach. Emil dreht das orangefarbene Cap so, dass der Schirm nach hinten steht. Eine Weile geht alles gut, die Stunden stottern nicht. Aber an diesem Vormittag wird Emil ausgeraubt. Kurz nachdem er mehrere Whopper-Menüs abgeholt hat, wird er von Jugendlichen angehalten und von seinem Fahrrad gestoßen. Sie treten Emil und rennen schließlich mit seinem Rucksack davon. Emil sitzt weinend auf dem feuchten Asphalt. Er hört noch, wie die Whopper in seinem Rucksack dumpf auf und ab wippen. Aber das dumpfe Geräusch verklingt bald. Autos fahren vorüber, niemand kümmert sich um ihn. Der Dispatcher, der Emils Arbeitswege überwacht, schreibt ihm und fragt, warum er gestoppt habe. Emil berichtet von dem Raubüberfall. Der Dispatcher schreibt, ohne Rucksack sei Emil zu nichts zu gebrauchen. Der Dispatcher schreibt, er werde Emils Schicht beenden. Dann sieht Emil, dass die Whopper-Menüs sowie der Rucksack von seinem Gehalt abgezogen wurden. Fassungslos steht er auf. In einem Supermarkt kauft er ein Netz voller Grapefruits und macht sich auf den Weg zu den bemoosten Hügeln. Das Riesenfaultier freut sich über die Grapefruits. So weit ist es gekommen, in den vielen 10.000 Jahren, seit niemand mehr gestorben und schon gar niemand mehr ausgestorben ist. Das Riesenfaultier ist 5 Meter groß. Etwas unbeholfen sitzt es mit seinem zotteligen Fell im roten Moos und tut so, als würde es sich an Emil anlehnen. Natürlich lehnt es sich nicht an Emil an, sonst würden beide sofort umkippen. Letztlich ist es so, dass Emil sich halb an das Riesenfaultier rankuschelt. Obwohl das Riesenfaultier gesehen hat, was passiert ist, fragt es Emil, wie sein Tag war. Das Riesenfaultier fragt, wie war dein Tag, Emil? Warum bist du schon so früh zu mir gekommen? Emil erzählt von dem Raubüberfall. Er sagt, er könne diese künstlichen Essensgerüche nicht mehr ertragen. Emil sagt, immer nur Dampf und Bewegung, etwas anderes sei sein Leben nicht. Du hast etwas vergessen, sagt das Riesenfaultier und beißt in eine Grapefruit. Nein, sagt Emil, ich habe nichts vergessen. Doch, sagt das Riesenfaultier schmatzend. Dampf, Bewegung und ein Aktienportfolio, antwortet Emil. Was ist mit unserer Freundschaft? Fragt das Riesenfaultier. Okay, sagt Emil. Dampf, Bewegung, ein Aktienportfolio und unsere Freundschaft. Mehr ist mein Leben nicht. Und Softeis? Fragt das Riesenfaultier. Na gut, sagt Emil, auch Softeis. Das Riesenfaultier kann Emil nicht aufmuntern. Es lässt eine Grapefruit den Hügel hinabkullern und stürzt sich, Purzelbaum nach Purzelbaum schlagend, kopfüber hinterher. Emil findet das gar nicht lustig. Das Riesenfaultier klettert den Hügel wieder hoch und setzt sich neben Emil. Danke für die Grapefruits, sagt das Riesenfaultier. Gern geschehen, sagt Emil. Eigentlich war es immer so, dass sich die Menschen nicht in Tiersachen einmischten und die Tiere mischten sich nicht in Menschensachen ein. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass sich die Menschen sehr wohl in Tiersachen einmischten. Die Tiere versuchten immer, sich nicht in Menschensachen einzumischen, was nicht leicht für sie war. Aber als das Riesenfaultier mitbekam, dass Emils Eltern unsichtbar geworden waren, warf es seine Zurückhaltung über den Haufen. Das Riesenfaultier lotste Emil zu sich und die beiden freundeten sich an. Jetzt, wo die beiden nebeneinander auf dem Hügel sitzen und Emil aus seiner Traurigkeit nicht mehr herauskommt, sieht das Riesenfaultier ein, dass Solidarität zwar wichtig ist, aber nicht die Lösung.
Dagegen lässt sich mit Sicherheit behaupten, dass das Übel in der Struktur steckt und dass, solange die Struktur erhalten bleibt, sich auch die Übel reproduzieren werden. Das Riesenfaultier legt Emil seine kralligen Pfoten auf den Kopf und übermittelt ihm telekinetische Fähigkeiten. Emil bemerkt eine Veränderung. Kurz darauf holt er eines seiner 3 Smartphones aus der Lieferando-Jackentasche und checkt sein Aktienportfolio. Die Datenströme kommen ihm plötzlich plastisch vor, rosafarben und beeinflussbar. Er strukturiert sein Portfolio um und innerhalb von 2 Stunden hat er mehrere Millionen verdient. In der Abenddämmerung sitzen Emil und das Riesenfaultier immer noch auf dem Hügel. Sie betrachten die Stadt aus sicherer Distanz. Wo die Sonne zuletzt über dem Horizont zu sehen gewesen ist, bleibt ein blässlich-linerner Abdruck zurück. Alles wirkt bewegungslos, zähflüssig. An anderen Abenden entsteht durch den Lichtglast manchmal eine schimmernde Kuppel über der Senke, als wäre da eine zweite, auf dem Kopf stehende Stadt. Aber heute wird alles vom Himmel verschluckt, der unsichtbar und gefräsig wirkt. Die Gefräsigkeit des Himmels ist eigentlich unbemerkbar. Und alles, was sonst im Himmel wahrnehmbar sein könnte, ist fort. Sagen wir es so, es ist ein klarer, milder Abend. Emil kuschelt sich an das Riesenfaultier und schläft ein. Am nächsten Morgen sucht Emil den Dispatcher auf. Der Dispatcher ist ein Biologiestudent, der sich nicht dafür interessiert, dass Emil erst 6 Jahre alt ist. In seinem Büro stehen ein paar Fahrräder, E-Bikes und Mopeds. Außerdem stapeln sich Lieferando-Jacken und Thermorucksäcke. Nimm dir einfach einen neuen Rucksack, sagt der Dispatcher, und dann kann's wieder losgehen. Emil spürt jetzt das Überwachungssystem, das der Dispatcher nutzt, und es dauert nicht lange, bis er es schafft, mit Gedankenkraft auf die Firmensoftware zuzugreifen. Er verlässt das Büro und fährt mit seinem Fahrrad ein bisschen durch die Stadt. Auf dem Hügel sitzt das Riesenfaultier und kichert zufrieden. Emil erhält einen Auftrag. Er fährt zu einem 4-Sterne-Hotel und holt dort im Restaurant mehrere vegetarische Bowls ab, die er zum Tennisclub bringen soll. Unterwegs stoppt er aber auf einer Kreuzung. Es ist Hauptverkehrszeit. Emil lässt alle Ampeln auf Rot schalten. Emil befindet sich mitten auf der Kreuzung. Auf allen Seiten warten Menschen in Autos. Emil setzt seinen Thermorucksack ab und öffnet ihn. Gemächlich greift er nach den Bowls und verteilt sie an die wartenden Menschen. Der Dispatcher schreibt ihm und fragt, warum er schon wieder angehalten habe. Vom E-Mail-Konto seiner Vorgesetzten erhält der Dispatcher kurz darauf eine Nachricht. Lieber Dispatcher, Pausen sind der Rohstoff des Lebens. Lass deine LieferantInnen auch mal ausruhen, sonst erleiden sie noch Ermüdungsbrüche. Der Dispatcher ist irritiert. Vor allem fragt er sich, wie realistisch es ist, beim Ausfahren von Essen einen Ermüdungsbruch zu erleiden. Eine solche Nachricht hat er noch nie erhalten. Auf seinem Bildschirm sieht der Dispatcher entgeistert, dass alle LieferantInnen auf den Punkt zustreben, wo sich Emil befindet. Der Dispatcher kann das auf der Stadtkarte live mitverfolgen. Emil setzt sich im Schneidersitz vor seinen Thermorucksack. Er konzentriert sich. Er will schweben. Es funktioniert. Nur ein paar Zentimeter über dem Asphalt, aber er schwebt. Die wartenden Menschen filmen ihn dabei. Auf einmal lodert der orangefarbene Thermorucksack auf und beginnt zu brennen. Noch immer scheint die Sonne. Das Riesenfaultier steht derweil im roten Moos auf dem Hügel und jongliert mit 4 Grapefruits. Emil wiederum erhebt sich und radelt davon. Die Ampeln bleiben rot. Nach und nach treffen weitere LieferantInnen ein. Auch sie verteilen das Essen, das sie gerade ausfahren sollten, an die wartenden Menschen und stellen danach ihre Thermorucksäcke ins Feuer. Bald bricht auf der Kreuzung eine Party aus. Etwas später sitzt Emil neben dem Riesenfaultier. Sie können sehen, dass das Feuer noch brennt. Gut gemacht, sagt das Riesenfaultier. Danke, sagt Emil. Wenn du willst, spiele ich mit dir Frisbee, sagt das Riesenfaultier. Okay, sagt Emil. Oben auf dem Hügel spielen sie gemeinsam. Zum Glück ist es windstill.
Emil fängt das Frisbee, Emil wirft das Frisbee. Er ist höchst zufrieden. Man könnte meinen, dass das Riesenfaultier unsportlich ist, aber das stimmt nicht. Das Riesenfaultier ist sehr athletisch. Das kommt von den Grapefruits. Dann passiert noch etwas. Ohne zu wissen, wie ihm geschieht, schreibt der Dispatcher all seinen LieferantInnen, dass sie eine lebenslängliche Rente erhalten würden, unabhängig davon, wie lange sie schon für Lieferando arbeiten. Er bekommt dafür Lob von seiner Vorgesetzten. Emils unsichtbare Mutter möchte derweil, dass ihr Sohn eine Mehrheitsbeteiligung an dem Lieferservice-Konzern anstrebt und letztlich CEO von Lieferando wird. Aber Emil entschließt sich dazu, gemeinsam mit dem Riesenfaultier auf dem Hügel zu leben und Softeis zu essen. Er wird Frührentner. Danke. Ja, danke Joshua für den Text. Ist auf jeden Fall das erste Märchen, das ich gehört habe, mit Frisbee-spielenden Faultieren und Lieferando-Angestellten. magst du uns erzählen, warum du genau den Text für heute Abend ausgewählt hast? Also ich hatte ja schon letztes Jahr, als die Veranstaltung eigentlich stattfinden sollte, habe ich einen Text zusammengestellt, und zwar aus dem Buch, das damals kurz davor war rauszukommen, aus Entkommen, quasi meinem aktuellen Buch. Und dieses Buch Entkommen, das ist eine Sammlung aus Essays und Erzählungen. Und da geht es eigentlich viel um sowas wie Zusammenhalt im abstrakteren Sinne, würde ich sagen, weil das der Mittelteil ist von der Trilogie, an der ich arbeite oder gerade gearbeitet habe. Also da habe ich zuerst einen Roman geschrieben, Flex in Miami. Da geht es total viel um so Isolierung und Vereinzelung und eben das nicht zusammenhalten können und auch irgendwie das sozusagen Versagen am Zusammenhalten wollen. Und dann habe ich dieses Entkommen geschrieben, eben diese Textsammlung, und da gibt es so eine Bewegung, die aus dieser Vereinsamung so rausführt in das Miteinander oder in den Versuch eines Miteinanders. Und jetzt erscheint dann eben als nächstes ein Roman, wo dieses Miteinandersein irgendwie nochmal verstärkt so akzentuiert wird und versucht auch so zu erzählen. Und genau, ich hatte aus diesem Mittelteil, aus diesem Entkommen-Buch, hatte ich so verschiedene Texte zusammengestellt, wie so eine Textcollage. Und als ich mir das dann eben angeguckt habe gestern, fand ich es nicht, also ich fand es schon noch passend, aber ich hatte nicht mehr den gleichen Bezug eben zu dieser Textzusammenstellung. Und dann hatte ich eben in der Zwischenzeit dieses Märchen geschrieben und ich dachte, das passt jetzt viel besser, weil also das Softeis passte ja zu dem Text, den Lisa auch gelesen hatte. Und irgendwie dachte ich dann, das ist vielleicht schöner, so eine andere Textgattung hier nochmal einzubringen, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, dass hier nicht vier Märchen vorgelesen werden. Ja, ich glaube, das war ein guter Ausgangspunkt. Und dann die Frage des Abends auch an dich. Was bedeutet für dich gesellschaftlicher Zusammenhalt? Was verbindest du damit oder auch mit dem Miteinander, von dem du gerade gesprochen hast? Also ich glaube, dass ich Zusammenhalt eigentlich nur als utopischen Zustand denken kann, weil ich weiß nicht, weil ich irgendwie eher das Gefühl habe, dass wir so am Miteinander am Scheitern sind oder dass man das so partiell mal schafft auszubilden und in gewissen Gemeinschaften oder vielleicht Zusammenschlüssen so zu schaffen, das auch zu praktizieren. Aber dass quasi in so einem größeren Sinne ein gesellschaftlicher Zusammenhalt oder Zusammenhang so, da glaube ich, habe ich eher eine sozusagen pessimistischere oder dystopischere Einstellung dazu, weil ich glaube, dass das eher so zerbröckelt. Also ich glaube, dass das eher etwas ist, was abhanden kommt, wenn es denn jemals in irgendeiner Form so ausgebildet war. Aber ich habe eher das Gefühl, dass das so ein Auseinanderdriften stattfindet und nicht ein Zusammenkommen. Entschuldige, Ronja, empfindest du das für die Gegenwart stärker als für die Vergangenheit? Oder also ist das ein Gefühl, was schon länger so ist oder jetzt gerade in der Gegenwart nochmal irgendwie stärker ausgeprägt als sonst? Also ich finde, dass ich das nie anders erlebt habe. Also ich habe 2008 angefangen zu studieren und ich habe ja Wirtschaftswissenschaften studiert unter anderem. Und ich habe quasi Wirtschaftswissenschaften zu studieren angefangen im Jahr dieser 2008er Finanzkrise. Und eigentlich, also
da war ich 18 oder 19, als ich da angefangen habe zu studieren. Und als ich da angefangen habe, wirklich bewusst darüber nachzudenken, was eigentlich passiert sozusagen und was dieses gesellschaftliche, kapitalistische System bedeutet und für Auswirkungen hat, seit diesem Zeitpunkt, wo ich mir bewusst Gedanken darüber gemacht habe, habe ich nicht das Gefühl, dass das anders war. So, ich glaube, das schließt an den Text von Annette an oder an das, was du gesagt hast. Das gab Tendenzen quasi, aber ich weiß nicht, ob ich die dann in meinem persönlichen Leben immer so erlebt habe, aber in theoretischen Auseinandersetzungen und halt in beobachtenden Auseinandersetzungen. Und da finde ich nicht, dass sich da was verändert oder verbessert hat, sondern da finde ich, dass es extremer wird. Ist ja auch sozusagen, es wird ja, man lebt ja immer, oder es ist ja eine immer krisengebeuteltere sozusagen Zeit, oder die Krisen werden ja immer größer und drängender, also sowas sozusagen wie die Klimakrise, da werden die Auswirkungen ja immer stärker und es zeigt sich immer mehr, wo eigentlich es an Zusammenhalt fehlt oder an einem Denken, was auf Zusammenhalt ausgerichtet ist, und auch sowas wie eine Pandemie, in der wir uns jetzt befinden, auch da treten ja die ganzen Mängel viel stärker in Erscheinung, würde ich jetzt nochmal sagen. Ronja, bitte, du zuerst. Ja, also eine Frage, die ich hatte, woran ihr das festmacht, dieses Auseinanderdriften, das wurde jetzt aber auch schon so in Teilen so ein bisschen beantwortet. Oder du hast von Beobachtungen gesprochen, hast du da irgendwie Beispiele? Also, naja, also ich habe Beispiele, ja, also hat Lisa ja gesagt, also Klimakrise und Pandemie sind zwei Sachen, aber es ist auch eine Zuwanderung und überhaupt quasi wie, ich würde mal sagen, wie ein politisches Narrativ sozusagen, also wie gesellschaftlich beispielsweise, das kann man, finde ich, wie eine Bundesregierung versucht, ihre Maßnahmen irgendwie zu erzählen oder wie in irgendwelchen Talkshows gesprochen wird oder wie in irgendwelchen Zeitungen geschrieben wird quasi. Und das, ja, also quasi in so einer neoliberalen Kälte oder in so einer neoliberalen Distanziertheit, was wir auch vorhin schon hatten mit der Zugewandtheit oder Abgewandtheit und mit sowas Technischem quasi, dass sich da ein technisches Denken und ein strukturelles Denken, was ja auf Ausschluss und so weiter basiert und auf Abnabelung zu einem gewissen und auf Sicherung von Privilegien, dass quasi das ja wie so ein überstrukturelles Narrativ ist, was dann wiederum auch eine Dramaturgie schafft, innerhalb derer wir uns dann quasi bewegen und gegen die wir dann halt entweder andenken und anschreiben können oder ich finde auch müssen sozusagen, das würde jetzt wiederum auf die Frage von vorne, also von aus dem Chat antworten quasi, dass man sich ja auch in gewissen Strukturen befindet, die man zu einem gewissen Teil bedenken und durchdenken kann und gegen die man sich dann vielleicht zumindest in der Haltung wendet, wenn nicht, also nicht agitatorisch oder so, aber in der Haltung beim Schreiben. Ja, das wäre, glaube ich, jetzt so das. Ich habe neulich, was eigentlich daran anschließt, weil du jetzt so Abgrenzung. Ein bisschen lauter, bitte. Entschuldigung. Ich habe neulich so ein Zitat gehört, auch von einer Schriftstellerin, und ich erinnere mich natürlich nicht mehr an den Namen, weil mir das immer voll schwerfällt, aber ich glaube, die hat ungefähr sowas gesagt, dass Krisenzeiten immer Zeiten der Grenzen auch sind, und ich finde, auch daran kann man ja erkennen, wie weit ist es eigentlich her mit einem gesellschaftlichen Zusammenhalt, und daran kann man ja auch ganz deutlich sehen, wenn man jetzt zum Beispiel an die europäischen Außengrenzen guckt oder jetzt gerade auch kann man an die polnische Grenze sozusagen schauen. Genau, überhaupt, also das wäre ganz kurz noch, das wäre nur noch so ein Impuls, wo definieren wir eigentlich gesellschaftlichen Zusammenhalt, also definieren wir den jetzt hier als Stadtgesellschaft oder als deutsche Landesgesellschaft oder als europäische Gesellschaft oder als Weltgesellschaft. Da gibt es ja auch verschiedene Formen des Zusammenhalts, über die man nachdenken müsste. Ja, genau, das wollte ich eben jetzt auch eigentlich gerade mal problematisieren. Also das Wort ist mir in gewissem Sinne auch unheimlich, weil es auch bedeuten kann, dass wir irgendwelche Phantasmen von nationalem Zusammenhalt gegen Bedrohungen von außen wollen. Und das passiert ja auch immer mehr. Und das ist für mich zum Beispiel so eine Verschärfung der Krise und des Solidaritätsverlusts, dass eigentlich gerade so sozusagen so nationale Gedanken von Zusammenhalt jetzt überall wirklich sehr, sehr gut, sich sehr, sehr erfolgreich sein können, das finde ich unfassbar. Und, aber da zum Beispiel finde ich wirklich, also weil wir ja darüber reden, auch was kann das Schreiben da machen, also da kann man jetzt natürlich
als einzelne Schriftstellerin nicht gegen anschreiben, aber da kann man, glaube ich, schon versuchen, als schreibender Mensch sich in, immer wieder in kleineren zusammen, in kleineren Projekten oder so schon zusammenzutun und auch zu äußern und auch öffentlich zu äußern. Aber ich glaube, nicht in großen, gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen, sondern in kleinen, sowas wie hier, ja, auch wenn es vielleicht nicht groß ist und keine gewaltige Strahlkraft hat, aber so in so kleinen Kollaborationen sich zu, das war doch auch in deinem Text sowas wie Banden bilden, ja, die sich, also die andere Formen des Zusammenhalts dann vielleicht wollen, als keine nationalen, keine ausgrenzenden. Ja, ich glaube, was man dann auch vielleicht machen kann, ist sozusagen von der Textproduktion selbst nochmal wegzugehen und sich sozusagen zu befragen und diesen schreibenden Körper, der man ist, zu befragen. Also eigentlich auch, was Kürer jetzt schon angesprochen hat, wer spricht eigentlich, wer schreibt, von wem würde man sich wünschen, dass noch mehr geschrieben würde, wie kann man selber dazu beitragen, muss man auch mal zur Seite treten und so. Aber ich finde, das betrifft dann eben nicht mehr unbedingt dieses da geht es dann nicht um sozusagen ästhetische Fragestellungen, sondern um strukturelle Fragestellungen, die das Produzieren von Kunst betreffen. Also ich muss gestehen, dass die Dramaturgie des Abends, wie wir es geplant haben, sich sehr hart anfühlt, wenn man jetzt hier auf meinem Stuhl sitzt, weil es immer wieder so ist, dass wir einen Text von euch hören, dann fängt man an, wirklich komplizierte Fragen einmal so anzuleuchten, nicht mal durchzuleuchten. Und dann muss ich immer wieder auf die Uhr schauen und feststellen, der nächste Text ist dran. Also es tut mir wirklich leid, aber es ist ein aufrichtiges Interesse, es ist eine aufrichtige Neugierde. Und ich muss trotzdem überleiten zu meinem Namensvettern, zu Feridun Saymoğlu, der jetzt dran ist. Sag mal, nennt dich irgendjemand Feri? Nee, ne? Wirklich auch? Dann können wir uns echt nicht unterscheiden. Das Mikrofon gehört dir, bitteschön, Feridun. Ich grüße Sie. Ich lese aus Ich gehe durch das Deutschland meine Tage. Es sind kurze Texte, vornehmlich handelt es sich um Texte, um Reiseberichte, denn ich bin nach einer kurzen Unterbrechung durch Corona immer als Wanderprediger unterwegs gewesen und jetzt wieder unterwegs. Man hat mir die Frage gestellt, Deutsch sein heute. Eins. Ich sah Frauen, die hinaufschauten. Krähen hackten das Moos in den Dachtraufen in Stücke. Heißer Herbst, es regnete Moos vom Himmel. Die Frauen hauchten Atemwolken aus und blickten blind auf die Moosstücke vor ihren Füßen. Dies war der deutsche Traum, den sie träumten. Der deutsche Augenblick, den sie liebten. Ich lief vorbei und da rief ein Mann, er rief, der mich wiedererkannte, er rief, ich zeuge deutsche Kinder für den kommenden Volksaufstand. Die Frau an seiner Seite lief rot an und zerrte ihn in den Hauseingang. Heißer Herbst, kleine Triumphe, aufgespannte Regenschirme, die Bürger im Lottoladen riefen den Volkstrauertag aus. Sie kommen, wir zerfallen. Die Kassiererinnen im Supermarkt waren ernüchtert. Arabien siegt. Am langen Tresen saßen auf Barhockern wie Veteranen die Trinker und schrien, bald werden die Schnapser öffentlich geköpft. Überall ging die Rede vom bezwungenen Imperium, von der ewigen Nacht nach der Kapitulation, vom fremden Volk, das erwacht mitten unter uns, statt dass wir erwachten in unserem Land. Beschneidung wird Pflicht, sagte der Besiegte im Vorlesungssaal, sagte die Besiegte in der Arbeitsagentur, war ich besiegt? Waren die Schaden über mich gekommen und hatten mich niedergeschlagen? Das Gerücht der Stunde, wir sind erloschen. Das Geflüster des Volkes, vorbei ist vorbei, mein Herzblatt. Das letzte Glas, die letzte Liebe, der letzte Seufzer, das letzte Gebet, der letzte Aufruf, die letzten wenigen Schritte vor dem Fall. Welcher Himmel bläute morgen, wessen Knechte würden wir werden, weil wir bei Zeiten nicht wachsam gewesen waren. Volkes Schmerzstunde, Volkes Böses erwachen. Heißer Herbst, eroberte Gebiete, erstürmtes Land.
Ich lass mir eine Glatze schneiden, sagte die Erstsemesterin. Dann leuchtet mir der Kopf wie der Vollmond. Das ist doch denen ihr Zeichen. Oder ich trag die lange Perücke, die mir den Hals bedeckt. Dann bin ich verhüllt und werd nicht gesteinigt. Pissbecken werden verboten, rief ein Mann in der Kasseler Innenstadt. Die schaufeln Löcher in den Boden und wir kacken nur noch in der Hocke. Wer hat Angst vor dem Plumpsklo? Der Kasseler Mann, nicht alle Kasseler Männer. Deutschlandende, Abendlandende, Weltende. Klein Damaskus in Berlin, Klein Bagdad in München. Eine Frau, keine Besiegte, nannte mich beharrlich Knabe und Kniepchen aus dem Morgenland. Sie rief, vergangen ist dein Reich. Vergangen ist mir die Lust, Männer deines Schlages zu achten. Deutsch ist gut, rief ich. Was wollen Sie mich bekämpfen? Sie zog von ihrem Tisch zu meinem Tisch. Ihr Mann zog nach. Und da sie unbeherrscht waren, bat ich sie um Mäßigung, um einen maßvollen Ton. Heißer Herbst, Nebel in den Gassen, beschlagene Scheiben im Wirtshaus, Aufbruch West, schrie die Dame. Wir fangen hier an und zerschmettern die Horden. Sie hielt sich am Arm ihres Mannes fest, als wäre er eine Stange, an der das neue deutsche Banner wehte. Zerschmetterung, Vokabel der Erbosten, Tod den Teufeln, Parole der Exorzisten. Ich aber, ich aß Galbspäckchen und dachte im Wortschrotthagel der Dame nach, gehören Sie und Ihr Mann zum Volk? Hassen Sie mich? Weil Sie mich für den Führer der Verlachen halten, habe ich Ihnen nicht vorgeschlagen, mal das Jammern einzustellen und haben Sie mich deswegen nicht noch Ärger beschimpft? Es gibt die Hysteriker und die Hybriden, es gibt die Trüben, die Trottel und die Tröten, es gibt die Kämpferischen und die im Kampf Ungeübten, heißer Herbst, die Übergangsjacken wurden eingemottet, die Besiegten zeigen sich als Sieger in den Mänteln der neuen Kollektion. Das ist die Vorbereitung auf das Wintermärchen. Was nicht zusammengehört, wird auseinandergeklopft. Schwüre des Zusammenhalts unter den Linden, unter den Eichen, Dresden, den Dresdnern, Kassel heraus. Die Sieger beschriften Pappschilder, Hitler gleich Europa, donnernde Deutsche Republik. Wir geben nix, ihr habt alles. Jede Lügenfresse träumt vom großen Auftritt. Ich aber verdaute das Kalbsbäckchen, Darmgrollen. 2. Ich traf Süchtige, denen man keine Schlechtigkeit nachsagen konnte. Männer auf einer Droge, die den Kopf verwurmte. Frauen auf Heroin, das sie verschlankte zu atmenden, seligen Leichen. Sie spielten das Kinderspiel der Umzingelung. Sie bildeten einen Kreis, in dessen Mitte ich stand. Und je ruhiger ich wurde, desto zorniger wurden sie. Ich streute Münzen, es lenkte sie nicht ab. Ich sprach zu ihnen wie zu Mordbuben und Banditen. Da trat der Hausmeister auf den Hof und verjagte sie mit schwenkendem Zinkkübel. Dann fegte er ohne Hast Stücke und Splitter der Dachpfannen, die starke Winde heruntergerissen hatten. Er schimpfte über den Fründenschacher in der Politik. Er sprach über die Sautiere, die ihr Blut beim Spritzen auf die Mülleimerdeckel vergossen. Teures, Gift, verseuchtes Blut. Und weil es ihm gefiel, einen Ortsfremden einzuschüchtern, schwenkte er den Kübel in meine Richtung. Ich aber, ich wich aus, zog den Rollkoffer hinter mir her, lief durch die Allee der prächtigen Bürgerhäuser und freute mich über mein zweifaches Entkommen. Ich übte mich im Marschschritt, stolperte, der Schmerz fuhr mir in Knie und Steiß, und da ich kurz auf dem Koffer ausruhte, wurde ich mit Mörtelbrocken beworfen. Süchtige Frauen, verhässlich durch Heroin, ich gab meinen Weg Zoll und hetzte weiter in Richtung der Pension, in der man mich untergebracht hatte. Auf halbem Wege sah ich Haufen von Syrern kurz vor dem Einstieg in den Bus. Sie schrien nicht durcheinander. Sie hielten sich an die Weisungen des englisch radebrechenden Polizisten. Sie sahen aus wie Mönche im Gottesfieber. Ich starrte, sie starrten zurück.
Sie waren umgeben von Gaffern, von Deutschen vieler Herkünfte, die die neuen Fremden beglotzten. Ich wandte mich ab, weil es sich nicht gehörte. Später schlief ein Rentner bei meiner Lesung ein. Später sah ich ein Eichhörnchen im Park. Später stieß ich auf dem Nachtspaziergang auf muntre Bürger, die mich in ein Weinhaus einluden. Herr L. und Frau P. und Frau A. waren hochgescheite, echte Deutsche. Sie liebten ihre Stadt und ihre Viertel. Sie hassten die Spießer als Vasallen der Norm. Ich aber nieste 8-mal hintereinander und bekam Nasenbluten. Herr L. griff in die Tasche, zog mich in die Herdentoilette und erklärte, in diesem Plastikdöschen ist kein verbotenes Pulver, es ist gefüllt mit Fix-Soßenbinder. Schniefen Sie das und Ihr Blut stockt im Nu. Ich lehnte ab, er schraubte den Deckel zu und als wir wieder am Tisch saßen, dachte ich, Deutsch seien heute herrliche Deutsche, die in der Not zu Hilfe eilen, ein großes Vergnügen. Frau P. sprach von der jungen Freiheit, dem Blatt der Patrioten und von meinem Versäumnis. Ich sollte fürderhin eine Kolumne in dieser Zeitung schreiben. Angehörige der Hilfsvölker werden sehr willkommen. Ich griff mir in den Mund, holte das zerbissene Stück Huhn heraus, legte es auf den Tellerrand, stand auf, ging grußlos davon. Man hatte mich nicht das erste Mal verarscht, ich war trotzdem stinkig. Also eilte ich zu den syrischen Kollegen, stellte mich neben die Schlange. Ich wusste vom Hürdensagen, dass sie lange Märsche überlebt hatten. Mehr wusste ich nicht. Ich wurde vom Polizisten für einen Schleuser gehalten und verscheucht. Ich ging auf Abstand und glotzte. Vom Glotzen tränten mir die Augen. Ein Pinscher verbiss sich in meinen Schnürsenkel, er wollte balgen. Frauchen zerrte ihn an die Laterne, dort hob er das Bein. Frauchen hielt mich für einen Kommissar in Zivil und er fragte meine fachkundige Meinung in dieser Sache. Er sagte, es wird uns nicht Unglück zuwachsen. Auf der Lauer, auf der Mauer, schrie sie und verschwand. Das gemeine Volk, woraus bestand es und was war es? Waren die Knallpatrioten der Tischgesellschaft, meinungsführend. Bellte das Frauchen mit ihrem Pinscher um die Wette, wenn es um Molukken und Mamelukken ging. Der Koch vom Weinhaus hatte Feierabend. Er rauchte eine letzte Zigarette. Er sprach die letzten Worte des Tages. Die Verrückten warten auf den großen Knall, ohne mich. 3 und Schluss. Rein im Nebel, Zug fährt auf der Ufertrasse, die Burgen auf den Hügelkuppen sind verschluckt, der Himmelsstrich ist verschleiert. Lasse heißen Kaffee abkühlen, lesen unmöglich, klappe das Buch zu. Brüllendes Kind im Gang schmiert Schokoschnörkel auf die Glastür. Der Schaffner ist kein Unmensch, er lässt es weiter Finger malen. Nach der Durchfahrt des ersten Tunnels schaut mich die dicke Dame im Abteil böse an. Habe ich im Dunkeln ihre Tochter lüstern begafft, bin ich wollüstig geworden. Nein, das Mädchen zählt die Münzen in ihre Börse, geht im Bordbistro Limo kaufen. 2. Tunnel, Mutterglotz, ich sage, klebt mir eine Erbse an der Backe. Nein, Nebel verflogen, die Ritterburgen entlocken der Dame Entzückungslaute, Ausstieg der otternhaft keckernden Dame und Tochter in Köln, Einstieg syrischer Flüchtlinge. Mann, Frau, 5 Kinder besetzen die freien Plätze im Abteil. Mutter sieht aus wie Maria auf Ikonenbildern. Vater zieht am Rosenkranz. Kinder sind still, leise Unterhaltung auf Arabisch. Sind sie Besatzungsjanitscharen? Fühle ich mich überwältigt? Bin ich eine Humanistenpfeife, weil sie mir sehr sympathisch sind? Sie schauen heimlich und höflich nach allen Seiten. Sie wollen im neuen Land das Unvertraute verstehen. Sie schauen mich an und sehen, Kerl in Schwarz, in Nahkampfstiefeln, beringt wie ein Kirmesknall-Willi. Schaffner gibt durch, es fehlen die Wagen 8, 9, 11, 2. Klasse und Wagen 14, 1. Klasse. Es bleibt ruhig im Abteil. Einstieg einer Frau aus Solingen. Sie hat reserviert, ein
Kind quetscht sich neben die Schwester auf dem Nachbarsitz. Schaffnerin bittet die Solingerin nett, in die zweite Klasse umzuziehen. Sie stapft schnaubend hinterher, sie hat sich vertan. Später allein im Abteil, langweilig, ich zupfe zwei Nasenhaare, löse und binde die Schwürsenkel, lese im Wälzer über den Trinitätsstreit frühchristlicher Theologen, öde Theologie. Hamburg, kurzer Aufenthalt. Eine Studentin hält ein Schild hoch, Welcome Home. Sie meint, Urlaubsheimkehrer. Ihr Freund wird dramatisch, rennt ihr entgegen, beißt sich ploppend fest, ihre Lippen verschwinden in seinem Mund. Ein entsetzter Syrer will einschreiten, er vermutet eine kriminelle Tätigkeit. Da aber sieht er die Studentin den Jungen umschlingen, er wankt weiter. Was wird er den Verwandten im Kriegsgebiet schreiben? Liebe Leute, bestellt Osman von mir, dass ich ihm bei nächster Gelegenheit mindestens einen Schneidezahn ausschlage. Er soll nur noch dünne Grütze essen können. Fragt er nach dem Grund, so teilt ihm bitte Folgendes mit. Er, Osman, hat mir erzählt, dass die Deutschen kalten Blutes sind. Er, Osman, hat mir empfohlen, mit der Umstellung und Anpassung schon vor der deutschen Grenze zu beginnen. Nun wurde ich Zeuge eines blutsaugerischen Kusses. Was sage ich? Eine freiwilligen Selbstzerfleischung in aller Öffentlichkeit. Die Deutschen lieben wie die Barbaren. Verglichen mit ihnen sind wir Knäbchen und Mädchen. Zurück zu Osman. Es nützt nichts, dass er aus Buße die Hinterbacken eines Maultiers küsst. Es macht auf mich keinen Eindruck, wenn er den mit Gewürznelken gespickten gebratenen Schädel eines Schakals aufisst. Ihm habe ich es zu verdanken, dass ich fehlgeleitet bin. Ich übe mit Hatice, meinem Eheweib, den Lippenfresserkuss. Wir küssen uns und wischen das Blut von den Lippen. Noch trauen wir uns nicht an die Öffentlichkeit. Zug fährt durch den dichten Nebel. Durchsage, außerplanmäßiger Halt in Pinneberg auf unbestimmte Dauer. Die Außentüren lassen sich öffnen, sie können aussteigen. Ich steige aus, zünde eine Zigarette an, das war damals, nehme einen Zug, werde wieder hineingescheucht. Strecke frei, Weiterfahrt, Nachdenken über Deutschsein heute misslingt. Syrer Familie steht im Gang an den Fenstern und staunt den deutschen Nebel an. Schönes Bild. Danke. Lieber Feridun, du hast mit diesem Text meine Fragen in meinem Kopf durcheinander gebracht. Erste Frage, das sage ich jetzt mal ganz frech, gerne eine kurze Antwort. Wie viel von den Erlebnissen, die du schilderst, hast du tatsächlich erlebt? Also zunächst einmal war das immer so, früher als Kind bin ich aus der Klasse herausgeflogen. Ich habe eine rege Fantasie, aber haben sehr viele. Ich habe leider Gottes das, was ich mir vorgestellt habe, auch laut aufgesagt. So, ich habe mir das tatsächlich so vorgestellt mit diesem Blutfresserkuss, das ist passiert. Die Kumpels, die mich kennen, sprechen davon, dass ich ein Irrenmagnet bin. Tatsächlich brauche ich irgendwo zu stehen und entweder hält man mich für einen Drogendealer oder man verwechselt mich mit einem, das müssen Sie sich mal vorstellen, ist das alles passiert? Ich stehe, ich weiß nicht, wo das war, in Hamburg oder auf dem Bahnsteig, da kommt einer, schaut mich verliebt an, eine Frau, und möchte ein Autogramm und sagt, dass sie sich so freut und sie wüsste nicht, wie oft sie der Herr der Ringe gesehen hat. Und ich würde, wie das denn wäre mit hier Gollum, ich hätte ihr fast einen Arschtritt gegeben. So eine Frechheit. Wollte sie ein Autogramm von Sméagol, ja? Ja, und okay. Ich habe das dann gemacht und habe gedacht, das glaubt mir kein Schwein. Also es ist das meiste, was so unwahrscheinlich ist, das schreibe ich dann nicht auf. Okay, du hast, glaube ich, über 20 Bücher geschrieben, Feridun. Und ich habe nicht alle 20 gelesen, aber ich habe einige gelesen. Und das erste, wahrscheinlich geht dir das total auf den Keks, dass du, ich wette, bei 99% aller Einladungen darauf angesprochen wirst. Aber das erste Buch erschien 1995 und hat
ich sag mal, für ziemlich Wirbel gesorgt. Du wirst auch als Pionier bezeichnet ganz oft, weil du von diesen Misstönen, du warst einer der Ersten, der davon geschrieben und gesprochen hat. Und du warst derjenige, der das Wort Kanake, welches erstmal für mich eine Beleidigung war für Menschen mit türkischen Wurzeln, verändert und hast daraus ein Wort gemacht, so habe ich es damals verstanden, hinter dem sich Menschen sammeln können, die nicht ja, zur gutbürgerlichen Mitte gehören. So habe ich es verstanden. Also so ein bisschen für Leute, die von außen kommen. So war meine Interpretation. Und dann hast du, und dann stelle ich auch meine Frage, ich quatsche zu viel, Bücher geschrieben, die aus meiner Sicht gar nicht mehr mit dieser Beobachtung der Gesellschaft zu tun hatten, sondern du hast Liebesromane geschrieben, du hast ein Buch über Luther geschrieben und so weiter. Und dieses Buch erinnert mich jetzt wieder irgendwie an das von 95. Und jetzt kommt die Frage, hast du aufgehört zu beobachten, lange Zeit, weil du das dann nicht mehr für notwendig gehalten hast, weil irgendeine positive Veränderung stattgefunden hat? Oder hast du einfach Bock, andere Dinge zu schreiben und die Gesellschaft, die du damals beschrieben hast, ist eigentlich immer noch mehr oder weniger die gleiche, mit den gleichen Problemen und Herausforderungen? Natürlich nicht. Natürlich hat sich das geändert. Und natürlich, es wäre ja wirklich schlimm, wenn ich als Apo-Opa hier stünde und immer noch die Faust sozusagen in der Tasche ballte. Aber es hat sich immer noch erhalten, eine Wut ob diese Abgeklärtheit. Es ist tatsächlich so, dass so getan wird, als wäre die Frage nach Aufstiegsmöglichkeiten oder Einstiegsmöglichkeiten in die Gesellschaft bei den Unterschichtlern geklärt. Es ist damals so gewesen und ist diese Frage, ich bin nur einer von vielen, die versucht haben, mit den Mitteln der Erzählung, mit den Mitteln der Geschichten, also mittels Geschichten eine vielleicht alternative Geschichtsschreibung im Kleinen vorzunehmen. Nämlich erzählst du deine Geschichte, ich verweise darauf, erzählst du deine Geschichte, wirst du sichtbar. Und seltsamerweise hat man zwar über diese Menschen gesprochen, hat auch über die Menschen erzählt, aber entweder kam man mit sozialem Kitsch oder man hat gewissermaßen paternalistisch sich das angeguckt. Und ich bin also lange, lange Jahre immer noch in vielen Kreisen, werde ich sozusagen ganz sicher nicht als Literat angesehen, sondern als wilder Hund, als Sozialreporter. Es hat sich einiges geändert, aber ich stelle die Frage, also in der Zeit, in all der Zeit, ich schreibe ja auch Theaterstücke, ich habe ja nicht aufgehört. Also ich liebe es, ich hasse Selbstbefummelung. Ich hasse es. Ich hasse, wenn es ein Wort gibt, das ich wirklich zum Kotzen finde, ist das Wort Selbstverwirklichung. Himmel, es gibt nichts Langweiligeres als Selbstverwirklichung. Und ich war doch kein Gangster und kein Drogendealer, aber weil ich mit mir brach, und das ist eine Möglichkeit der Literatur, ich beschäftige mich doch nicht mit meiner banalen Existenz, das ist langweilig, sondern ich breche mit mir und im Sinne einer Anverwandlung mit literarischen Mitteln schlüpfe ich mal auch ganz klassisches, kitschiges Wort in die Rolle von Entrechteten oder in die Rolle von zu kurz gekommenen, Deklassierten. Und das machst du immer noch, weil es immer noch diese Menschen gibt, in deren Rollen du schlüpfen möchtest. So verstehe ich deine Antwort. Ich bin aber der Glaube an die Literatur und der Glaube an die deutsche Sprache ist bei mir so groß, dass ich jedes Mal versuche, eine andere Sprache zu finden, Kunstsprache. Es wäre langweilig, immer wieder dasselbe zu beackern für mich. Also deswegen bin ich mal mittelalterlich Luther oder mal bin ich ein kleines Mädchen, das zu einer jungen Frau heranreift. Oft genug breche ich mit meinem Geschlecht auf dem Papier. Mal bin ich ein deutscher Junge im Istanbul der 1950er und erzähle auf 800 Seiten die Migrationsgeschichte mal ganz anders und so weiter. Aber niemals, niemals würde ich auf die Idee kommen,
über mich zu schreiben. Um Gottes Willen, ich würde kaputt gehen an Langeweile. Wir haben eine Frage aus dem Publikum, richtig? Ja, okay. Ich gehe mal eben hin. Ja, es sind zwei Fragen. Also erstmal, was ist das für eine Musik, die ihr in der Pause spielt? Die würde ich gerne zum Staubsaugen hören. Bach. Okay, und dann wollte ich nochmal auf ein anderes Spielfeld vielleicht zu sprechen kommen, und zwar das Internet. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, bei Lisa angeklungen und bei dir mit dem Lieferando-Boten. 2006 war es vielleicht noch nicht so der Fall. Wie hat sich so für euch das Internet im Zusammenhang mit der Gesellschaft verändert? Weil es ist ja oft so, ist mein Gefühl, dass da sehr oft krass diskutiert wird. Auf der anderen Seite kann es ja auch sehr verbindend sein und wir uns darüber sehr gut vernetzen. Genau. Eine bestimmte Person oder einfach in die Runde? Ich würde es einfach mal in die Runde schmeißen. Vielleicht, wie sich auch so die schriftstellerische Arbeit dadurch geändert hat. Hat das Einfluss auf eure Arbeit? Also genau diese beiden Seiten hat es natürlich. Und mein Thema in dem Buch, im Mobbing, ist natürlich extrem auch nochmal verschärft worden durch die Möglichkeiten, die man in sozialen Medien hat, Leute fertig zu machen, auszugrenzen. Gleichzeitig finde ich, dass man in der Digitalität wirklich durchs Internet ziemlich gute Möglichkeiten hat, auch künstlerisch gemeinsame Sachen zu machen, die das, was du vorhin meintest, den Literaturbetrieb ein bisschen anders organisieren können, die Leute zusammenbringen können, zum Beispiel zu gemeinsamen Schreibprojekten oder auch organisatorisch zusammenbringen können mit Ideen. Das finde ich wirklich eine Möglichkeit. Also deswegen sehe ich absolut diese Zweischneidigkeit, aber es zu nutzen, zum Beispiel für Kollaboration, finde ich eigentlich auch künstlerisch sehr interessant. Das wäre was, wo ich wirklich mit dem Schreiben auch weiter suchen würde nach Möglichkeiten der Verbindung zu anderen, zu anderen Schreibenden. Denn dieser Mythos, dass wir alleine für uns irgendwo sitzen und einen Text ausarbeiten und uns auf Inspiration warten und vielleicht uns ein bisschen auf Gesellschaft einlassen, und vielleicht auch nicht, das funktioniert, glaube ich, überhaupt nicht mehr. Für mich. Zunehmend weniger. Meinst du? Ja. Ich gehöre zu denen, die keinen Computer haben. Ich bin nicht auf sozialen, also auf irgendwelchen Foren. Ich benutze keinen Computer auch deswegen, weil es mich stört, weil ich nicht diese, also mich, nur mich, weil es in die Runde geworfen wurde. Ich bin kein Modernitätsverweigerer oder Nostalgieknallkopf, nein, aber diese Mittel des Internets, die interessieren mich überhaupt nicht. Also sie verlangsamen und machen meine Sprache kaputt. Und ich möchte auch mit diesen elenden Trollen, die nur rumbellen können und nur abkotzen können, nichts zu tun haben. Ich habe das ein paar Mal, also über Freunde mitbekommen. Das ist für mich keine Diskussion, das ist für mich so Entleerung und dann aber auch sehr, sehr feige. Also Anonymität gewahrt, nicht in Erscheinung treten. Ich finde, man kann auch mit analogen Mitteln das, was du als Beispiel gebracht hast, nämlich die Kollaboration, das kann man auch wunderbar per Telefonanruf organisieren. Aber nur noch ergänzend, wir haben zum Beispiel gerade im letzten Frühjahr mit 26 Leuten gemeinsam einen Text geschrieben, gleichzeitig. Dafür braucht man ein Werkzeug und das kann man im Internet machen. Und daraus entsteht eine Vielstimmigkeit, weil wir das vorhin auch schon genannt haben, die ich einfach künstlerisch auch interessant finde. Das ist ja vielleicht auch beides, oder? Oder das ist ja so ganz viel. Das ist ja eh auch ambivalent und vielschichtig und flirrend und so. Ich zum Beispiel würde für mich auch sagen, ich finde das Internet einen total spannenden Ort, auch einen Ort, an dem es super viel Material gibt. Also es ist ja wie ein Riesenarchiv. Man hat ein Riesenarchiv an vielleicht Found-Footage-Material oder so, an total vielen Einflüssen. Ich finde, gleichzeitig kann es ein Riesen Zerfaserungsprogramm sein, was einem auch ständig reingrätscht, sozusagen in den künstlerischen Prozess oder so. Und dann gleichzeitig, klar, finde ich, ist es auch ein Ort, wo man eigentlich total viele neue Mittel und Wege auch ausprobieren kann. Ich war neulich auf einer Veranstaltung von Joshua, wo eine Künstlerin war, Sarah Berger hieß die, oder? Und die hat so
wie würde man das sagen, eigentlich wie so Mini-Poetry-Clips, also so Lyric-Clips gemacht, und die arbeitet halt mit den Instagram-Stories. Und auch, also die arbeitet total viel eigentlich mit so Kommunikationsmaterial von Dating-Apps, wo sie ist, aber auch über, die reflektiert sozusagen über ihr künstlerisches Arbeiten und über die Bedingungen künstlerischen Arbeitens und dann eben auch mit, wenn sie so hin und her schreibt, mit Leuten, von denen sie Aufträge bekommt oder auch nicht bekommt, und das bindet sie dann in die Stories ein, und gleichzeitig arbeitet sie auch mit dieser Funktion, dass man da ja so Schrift einblenden lassen kann, und dann lädt sie das eben runter, kann man ja dann runterladen, und dann hat man eigentlich schon so ein fertiges Video. Das fand ich auch ein total spannendes Beispiel eigentlich dafür, wie man sich so ein Medium, in dem Fall Instagram, nimmt und unter diesen Bedingungen dann damit irgendwie arbeitet. Und ja auch, also man braucht eben sein Smartphone, also so relativ low-key eigentlich. Genau, also ja, das kann ich jetzt als quasi noch als Vierter sagen. Ich finde auch, dass es so viele Tools, Handwerkzeuge und Möglichkeiten gibt, das Internet, das finde ich total bereichernd, und es entstehen auch in so Räumen wie Twitter oder sonst wo auch Sprachen, die ich total interessant und irgendwie auch wichtig finde, weil da grammatikalische Veränderungen vor sich gehen, und versuche, mit Sprache anders umzugehen und sie zu erneuern, und das finde ich total, für mich, für mein Schreiben ist das total wichtig, mich damit auseinanderzusetzen, und das daraus versuchen, wiederum aus dieser Gebrauchssprache, die quasi im Internet stattfindet, daraus sozusagen eine künstlerische Sprache zu machen und das auch mit literarischen Traditionen querzuschalten, das finde ich eigentlich total wichtig. Und dann finde ich es aber zum Beispiel auch sehr wichtig, die Organisationsform, also das Internet als Organisationsform oder das Technische als Organisationsform, weil es gibt jetzt ja auch in der Sozialtheorie oder in der neuen Philosophie gibt es immer mehr Stimmen, die zum Beispiel diese Dualität von Kapitalisten und Arbeiterschaft erneuern und zum Beispiel sagen, es gibt nicht mehr die Kapitalisten, sondern es gibt so zum Beispiel die Vektorrealisten, also solche Unternehmen wie Apple oder Facebook oder Google, die eine neue Form von Herrschaftsmodell in die Welt implementieren, das Gesellschaften strukturiert und das ein Miteinander strukturiert, worum es heute Abend ja auch geht, und die wir uns alle irgendwie zunutze machen wollen und in denen wir auf eine neue Form ausgebeutet werden, indem wir nämlich uns transparent machen, unsere Daten hergeben und nichts dafür bekommen, beziehungsweise wir bekommen die Dienste. Und da finde ich es total fruchtbar für mich an dieser Schnittstelle, wo ist eigentlich, also wo nutzen wir das Internet praktisch und wo ist auf einer philosophisch-strukturellen Ebene von der Herstellungsseite aus quasi ein Moment, wo sich irgendwie was ganz Neues in die Welt setzt. Deswegen finde ich das schon sehr auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, finde ich das sowohl handwerklich, praktisch beim Schreiben, im Zusammenhang mit literarischen Traditionen, aber auch als gesellschaftliche Organisationsform total wichtig. Und die ja auch sozusagen nicht nur einen ausbeuten, sondern ja dann auch wieder in das Real Life reinwirken, unter anderem indem die ja auch sowas wie Fake News verbreiten, bei Facebook, wo ein Wahlkampf auf einmal ganz anders gespielt werden kann. Oder zum Beispiel in meinem Text, was du meinst, klingt es so ein bisschen anders, sowas wie Tinder oder so, dass man ja auch, dass es ja auch in ein Miteinander reinwirkt. Also dass auf einmal andere Kategorien in einem Miteinander wirksam werden, zum Beispiel eben eine extreme Bewertbarkeit. Ich gucke Ronja nochmal an. Wolltest du noch eine Frage vorlesen? Das würde ich, glaube ich, nicht tun aus zeitlichen Gründen. Ich muss, ihr Lieben, ihr müsst mir verzeihen, ich muss es wirklich wie mit dem Pflaster machen. Schrecklich, aber ich ziehe es jetzt einfach ab. Dieser Abend endet hier. Ich danke euch für eure Texte. Ich glaube, uns ist allen klar, dass die Antworten nur an der Oberfläche gekratzt haben. Aber vielleicht hat es das dazu geführt, dass die ein oder andere Person, die zugehört oder zugeschaut hat, jetzt Lisa oder Joshua oder Annette oder Feridun total spannend finden und sich dann mit den Texten nochmal intensiver auseinandersetzen. Die 2 Stunden sind rum. Ich danke euch für eure Zeit. Ich danke allen, die hier sich die Zeit genommen haben und auch im Stream. Und das letzte Wort hat heute Abend Ronja. Ja, danke schön. Ja, tschüss auch von mir. Das hat großen Spaß gemacht. Viele coole Diskussionsanteile. Wenn es euch gefallen hat und euch natürlich auch, dürft ihr uns gerne, der Werbeblock, den wollte ich schon immer mal sagen, auf Instagram folgen und auf Facebook. Ihr findet uns unter Spielfeldgesellschaft. Und wenn ihr euch zum Newsletter anmelden wollt, könnt ihr das auch tun unter spielfeld-gesellschaft.de. Und ja, vielen Dank an das LOT, an die Technik,
an euch, die AutorInnen, an das Publikum hier vor Ort und natürlich auch das an Publikum euch. Im Internet. Ja. Genau, tschüss von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Danke.